protection. I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm tired of being in the line. You say it will. I'm caught in your addicted brain. You say it will, yeah. I'm causing the obsessive line. You say it will. I'm caught in your addicted brain. You say it will.
On and on. So, halli, hallo, hallöchen und ganz, ganz herzlich willkommen zum letzten Stream der Woche. Heute hier zum Sonntag mit einem wunderbaren Community-Event mal wieder und mit dem Monats-Giveaway, also mit der Scorpius mit lebenslanger Versicherung. Mit einer kleinen Besonderheit, dazu komme ich aber später nochmal. Und ihr könnt heute mitspielen und mitmachen, also mit racen, denn auch da gibt es Ingame-Preise und es gibt für den ersten Platz sogar eine Dragonfly. Ganz genau. Also jede Menge coole Sachen, hoffe ich jedenfalls. Die Mods haben wieder ganz, ganz viel vorbereitet. Danke schon mal vorab dafür. Und es wird heute ein, ja, ich erkläre es dann nachher in meiner Ruhe, aber es wird so ein Sprint, ja, eine Art Sprint-Marathon-Racing werden. Ihr werdet es dann sehen. Ich habe mir da ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Dass es, ja, dass es gut zu filmen ist zum einen und dass es vor allem aber auch für alle Mitmachenden immer die Möglichkeiten gibt, wieder aufzuholen nochmal. Also, dass es nicht so in Stein gemeißelt ist, weil wenn man einmal irgendwie einen Fehler macht, kommt man ganz schwer wieder an die anderen ran. Das ist bei Stars ist es noch aktuell so. Aber das sage ich euch gleich nochmal ganz genau, wie das Ganze geht. Erstmal danke für die Follows. Regen, Dark Joe, Kadorjalik, DK Domi, Rapid, Election, der General Twitch, Infinity, Gorgon, Hugo, Luxalit, Edo 70, Ferne Welten, und Gauchissimo und Kilian 46. Vielen Dank. So, da haben wir den Mortiferus Gaming mit 18 Monaten mit Prime. MyLoots, danke für 3 Monate mit Prime. Der Wildnix hat 17 Monate voll gemacht auf Stufe 1. Vielen Dank. Dann haben wir den Taiko Nauti mit 4 Monaten auf Stufe 1. Danke dafür. Kilo, danke für 100 Bits. Dann haben wir den Philips 27 mit 4 Monaten auf Stufe 1. Immer wieder schön, wie viel Liebe du für das Game aufbringst. Ja, so viel wie es halt mal mehr, mal weniger. Aber meistens doch recht viel, ja. Ich versuch's. So, Dankeschön zu Copy für 19 Monate auf Stufe 1. Wünsche einen schönen Restsonntag. Das wünsche ich ebenfalls. Vielen Dank und guten Abend. Und Stingray, danke für 16 Monate auf der wunderbaren Stufe 2. Ach ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt das Wochenende soweit gut überstanden. Und ich hoffe vor allem, ihr habt alle ganz brav eure Uhren heute umgestellt oder habt sie umstellen lassen, automatisch, wie es bei mir ist. Bei mir, ich habe gar keine Uhr, die sich nicht automatisch umstellt. Denn es war ja Zeitumstellung, eine Stunde zurück quasi. Wir sind quasi heute alle Zeitreisende. Wir sind heute eine ganze Stunde in die Vergangenheit gereist. Und das ohne Fluxkompensator. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein unfassbares Gefühl. Nee, stimmt, eine Stunde vor. Entschuldigung, eine Stunde vorgestellt. Genau. Wir sind also alles Zeitreisende. Unfassbar. Unfassbar gut. Wir leben jetzt in der Zukunft. Einfach, es ist einfach grandios. Dankeschön, Florin, für 2 Monate auf Stufe 1 und danke Joyboard für 100 Bits. Vielen Dank. Möchte mich also auch an der Stelle ganz herzlich bei der Europäischen Union nochmal bedanken. Möchte mich bedanken, dass sie sich hier auch wirklich Zeit lassen und das auch wirklich trotz dessen, dass es die Bevölkerung gerne will, nicht umsetzen. Ich meine, das kennt man ja. Man wählt ja Leute, damit sie dann das, was man will, nicht machen, sondern was anderes machen. Naja, vielleicht war es das letzte Mal. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Irgendwann wird es hoffentlich endlich abgeschafft. Oder es wird so geändert, dass wir einfach beides machen. Also wir können ja auch in Zukunft einfach die Uhr immer eine Stunde vorstellen und dann direkt wieder eine Stunde zurück. Ich meine, dann ist ja beiden Seiten auch irgendwie geholfen, weil man kann sich ja wohl nicht entscheiden, in welcher Zeit man leben will. Und dann sag ich, Kompromissvorschlag, einfach eine Stunde vorstellen und direkt wieder zurück. Ja. Geplant ist es wohl in 26. Eieieiei. Das ist so schrecklich, das zu hören. Wir mussten dadurch eine Stunde weniger auf den Stream warten. Das stimmt. Nee, warte mal. Nee. Oder? Länger? Nee, länger, oder? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir Zeitreisende. Müssen das positiv sehen. Gott, meine Musik hier ein bisschen anders machen. Ja, 3.17 kam gestern nicht mehr, wie zu erwarten war, denn ich habe euch ja noch gesagt, dass es doch nochmal zu einem größeren Problem gekommen ist, was dazu geführt hat, dass man eben nicht das Ganze ausweiten kann. Ich tippe jetzt einfach mal, dass es jetzt, es wird jetzt sicherlich erst die kommende Woche kommen, wann, weiß ich nicht, vielleicht am Mittwoch zum Roadmap-Update,
Vielleicht schon am Dienstag. Ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ihr das auch schon mal wisst. Ich werde in jedem Falle, egal wann die 3.17 auf den PTU kommt, werde ich an dem Tag sowieso streamen. Das ist ganz klar, logisch. Egal, ob das jetzt Montag, ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder sonst wann ist. Ich werde auch dann ganz normal die Let's Shows machen von allen Features, die ganzen Videos, pipapo, so wie ihr das kennt. Wir das seit 4 Jahren machen. Und insofern ist es mir egal, wann das kommt. Aber ich würde mich natürlich schon freuen, wenn es nicht mehr zu lange dauert. Weil ich habe ja noch immer noch eines im Hinterkopf. Jeder Tag, den sie länger brauchen, das Ding auf dem PTU zu veröffentlichen, ist wieder ein Tag, der ihnen beim nächsten oder beim übernächsten Patch fehlt. Das ist halt einfach eine Tatsache. Weil das Staggered Development heißt, das Team, was die 3.17 entwickelt, entwickelt dann die 3.19. Und was die 3.18 entwickelt, entwickelt die 3.20 oder was auch immer. Ne? Das heißt, das Team, was jetzt aktuell noch an 3.17 sitzt, kann nicht zur 3.19 und dort arbeiten an den Features. Das ist das große Problem. Und das fällt ihnen halt nach einer gewissen Zeit wieder auf die Füße, so wie es auch mit 3.16 war. Da hat sich über Jahre hinweg, hat sich ein Zeitverlust immer bestätigt und ist immer weiter angewachsen, sodass man wirklich in der 3.16 unfassbar viel streichen musste. Was einfach nur mal dazugehört, das ist nicht schlimm, aber es ist halt doof, weil eigentlich sollte der Patch längst auf dem PTU sein, normalerweise, und sollte eigentlich jetzt Ende des Monats, also Montag, Dienstag, Mittwoch, auf den Live-Server kommen. Das dürfen wir hierbei nicht vergessen. Also CRG ist schon wieder zeitlich im Rückstand, was ich schade finde. Zumal sie ja mit 3.17 extrem viele Features einfach nur nachholen, die schon längst entwickelt wurden. Ne? Also das ist kein gutes Zeichen, das gefällt mir nicht. Sie sollten dringend ihre Men- oder Woman-Power aufstocken und mehr Leute einstellen, damit die Patches pünktlich kommen. Das muss in Zukunft besser laufen, aber dazu komme ich nochmal in einem anderen vielleicht Video oder in einem Let's Talk oder so. Mal gucken. Dankeschön, RazorFox, für 10 verschenkte Abos. Eieiei, an den LA3000, an den Koki, Teno, Anubia, an den Top Mike, Oberpfälzer, Viborg, Maxen, Titan Hunter, Jojo Bass, Bedi Thor und Seriogen. Die Patchwork-Familie bei CIG hat Probleme beim Quatschen. Ja, wahrscheinlich. Danke für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Und Dankeschön, Rette Elfe, für den Prime Sub. Willkommen an Bord. Ja, man weiß es nicht. 3.15 hatte auch 6 Wochen Verspätung. Ja, eben, genau. Das stapelt sich einfach. Das ist einfach, ne? Da hilft auch die eine Stunde nicht, die man heute gewonnen oder verloren hat. Wie auch immer. Naja. So ist das halt. Apropos Let's Talk, da nochmal kurz, bevor wir jetzt hier richtig loslegen. Ich hab's heute nicht geschafft. Ich hatte gehofft, ich habe gestern gesagt, dass ich das Let's Talk noch die Audiospur bearbeiten muss, weil dort Störgeräusche drin waren. Ich weiß nicht, woher die gekommen sind. Mittlerweile ist es ja wieder weg, aber es ist mir nicht gelungen. Ich hätte 30-40% des Let's Talks löschen und neu einsprechen müssen. Habe ich probiert, aber das klang komisch. Das passt nicht. Deswegen habe ich es anders gemacht. Ich habe das gesamte Let's Talk nochmal neu gemacht, komplett. Und das kommt dann morgen früh online. Es ist quasi schon fertig. Ich muss nur noch ein paar Sachen, mache ich dann nach dem Stream, noch ein bisschen Videobearbeitung machen, also noch ein bisschen, halt Visualisierung machen. Und das dauert einfach ein bisschen Zeit, mache ich dann nach dem Stream. Und dann kommt das Ding morgen früh online. Ne? Das ist der Plan. Ich habe es nicht anders hinbekommen. So, die Bugwelle, die sie vor sich herschiebt, wird immer größer. Normal. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich ist die Bugwelle gebrochen worden mit 3.16 und das Spiel ist deutlich bugfreier als jemals zuvor. Insofern kann ich da wieder, oder muss ich da widersprechen? Stimmt so nicht. Es gibt zwar einige hartnäckige Bugs, aber die würden sie auch so nicht lösen, egal wie viel Zeit sie da reinstecken. Die können sie gar nicht lösen, weil sie dafür andere Features brauchen, andere Systeme brauchen. Das ist das Problem. Aber die 3.16 ist sehr, 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 sehr gut spielbar, verglichen mit allem anderen vorher. Ne? Bug vom Schiff, nicht Bug. Ach so. Ach so meinst du das, die Bugwelle. Ach so. Ja, gut. In Star Citizen, wenn ich BUG lese, dann denke ich mir immer an Bugs. Das ist wahrscheinlich Teil des Ganzen. Naja. So, pass mal auf. Ich starte mal das Spiel. Und, warte mal. Ich mache jetzt mal das Spiel an. Dann erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was. Wenn die wüssten, was die Evos an Bugs haben, die im Live rausfliegen. Meinst du das?
die meisten, also es werden ja viele Bugs gefixt, aber das, was die Evocatis testen, das sind ja meistens wirklich Gamebreaker-Sachen, die da rausgenommen werden. Die normalen Bugs fixen sie in der Wave 1, 2 und 3. Brauche ich einen bestimmten Razor. Ich sag's euch gleich. Ihr braucht auf jeden Fall nichts. Also ihr könnt nackt kommen. Naja gut, vielleicht im Raumanzug, wäre ganz praktisch. Aber sonst braucht ihr gar nichts. Dankeschön, Iceflyer, für 8 Multer auf Stufe 1 und auch dir schönen guten Abend. Ist es komisch, wenn ich voll auf die Miscreancer stehe, obwohl schon sehr alt ist? Ich will halt mit Howling anfangen und finde die Cutlass Black hässlich. Oder doch lieber auf die Hull A warten? Gute Frage. Das ist Geschmackssache. Warte mal kurz, ich will mal eben hier umschalten. Da ist es. So, Pangora nehme ich mal an. Die anderen nehme ich erstmal nicht an. Warte mal noch kurz. Moment. Erstmal soll ich Pangora einladen, mal alles der Reihe nach. Dankeschön, Kneitinger, für 100 Bits. So, das sind die ganzen Mods. Das sind heute viele Mods. Also, ihr braucht nichts. Ihr braucht überhaupt gar nichts außer euch selber. Wir können bis zu 15 Leute mitnehmen. Am liebsten wäre mir 10, aber also immer so 10 bis 15 wäre optimal, okay? Wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt mir bitte eine Freundesanfrage und zwar hier oben drauf drücken, Knebel eingeben und alle, die jetzt hier in der Liste sind, das bin ich nicht. Ich bin Knebel at Knebel, so heiße ich hier. Worum geht's? Ein Hover Racing. Ihr bekommt die Nox gestellt. Und mit dieser Nox geht es darum, dass ihr eine Racing-Strecke fahrt, und zwar einen Sprint zu einem Checkpoint. Und dort angekommen, kommt dann der nächste Checkpoint. Das heißt, wir arbeiten uns von Checkpoint zu Checkpoint. Und wer als erstes an dem jeweiligen Checkpoint ankommt, kriegt 5 Punkte. Der zweite kriegt 4, der dritte kriegt 3 und so weiter und so fort. Und alle, die ankommen, kriegen darüber hinaus ebenfalls 5 Punkte. Ja? Das heißt, es ist gar nicht wichtig, zwingend der Erste zu sein. Wichtig ist, dass ihr überhaupt ankommt, weil das gibt schon mal immer 5 Punkte. Also fliegt vorsichtig, das ist eine. Wir haben ein gesamtes Preisgeld von 2,5 Millionen Alpha UEC und das wird durch die Anzahl der Punkte dann geteilt und dann kriegt jeder seinen Anteil davon. Also je besser ihr fahrt und je schneller ihr seid, desto mehr Punkte habt ihr und desto größer ist euer Anteil am Kuchen. Und der erste Platz, der kriegt eine Nox. Also eine richtige Nox, also eine Echtgeld-Nox quasi von mir gegiftet. Der kriegt also kein Ingame-Geld, sondern der kriegt das Hover-Vehikel und kann das dann benutzen oder einschmelzen oder upgraden, wozu auch immer. Genau. Lohnt sich also auf jeden Fall mitzumachen. Wenn ihr Lust habt, natürlich nur. Ich mache das hier wieder über Spectrum, das geht immer ein bisschen besser. Moment, Spectrum. Wo ist hier... wo war denn das? Ach hier, Zahnrad. Manage Friends. So, da habe ich jetzt hier 11 Leute. Sehr gut. Mal alle anklicken. Dumm, die dumm, die dumm. So, habe ich. Warte noch einen kleinen Moment, ihr könnt noch schicken, ne? Also wie gesagt, maximal gehe ich hier bis 16, weil Pangora zählt nicht, der ist ja Mod. Ne, warte mal, Mr. TT zählt auch nicht. Dich lösche ich mal wieder raus. Sonst komme ich hier durcheinander. Also wir sind jetzt quasi 10 Leute, ne? Pangora zählt nicht. 10 Leute. Schickt also ruhig noch, bis maximal 15 gehe ich. Ja, Pangora zählt nicht. Wisst ihr, wie ich es meine. Also ich kann mal nebenbei noch ins TS gehen. Denn die Mods werden natürlich wieder ein bisschen kontrollieren. Und ein bisschen das Ganze im Auge haben. So, oder? Zack. Und die Punkte zählen und so weiter. Ne? Ein bisschen auf die Regeln, Einhaltung achten. Zu den Regeln komme ich gleich nochmal. Es gibt ein paar Regeln, es gibt ein paar Besonderheiten. Es ist kein stumpfes Racing. Wir haben ein paar Specials drin. Keine Sorge. Genau. Dankeschön, Bergdublone, für 11 Monate mit Prime. Vielen Dank. Auch schon fast ein ganzes Jahr voll. Da freue ich mich. Hey, kannst du mir helfen? Ich habe eine Messi-Unterstützung auf... Was? Eine Messi-Unterstützung auf meinem PC, aber das Spiel nimmt es nicht an. Eine Messi? Was ist eine Messi-Unterstützung? Ach so, MSI. Da habe ich keine Ahnung von. Tut mir leid, also da kann ich nicht helfen. Bin kein PC-Technik-Experte.
Aber wenn du willst, beschreib dein Problem gerne mal im Discord bei uns. Oder generell, wenn ihr so Hardware-Geschichten habt, warte mal eben. Kann ich euch das mal empfehlen? Klick. Und zwar einfach mal im Discord bei uns haben wir irgendwo hier das Thema Hardware. Zum Beispiel. So. Dann schreibt ihr hier rein und irgendwer hilft euch. Es sind ganz viele Leute, die kennen sich viel besser aus, das Thema besser aus als ich. Einfach reinschreiben. Und genauso auch Bugs und Fixes. Auch da könnt ihr reinschreiben. Ne? Nutzt es einfach. Das ist viel besser, als wenn ich euch das sage, weil ich kenne mich mit so Sachen gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ich mache ja Videos und Streams und das ist nicht mein Metier. Ne? So, vier Leute. Okay, 1, 2, 3, 4. Und da sind wir voll. Da sind wir 15 Leute, das ist okay. So. Ihr müsst bitte alle ins Menü kommen, das ist noch ganz, ganz wichtig. So. Dankeschön, Orkat42 für 11 Monate auf der wunderbaren Stufe 2 auf einen coolen April mit 3.17. Ja, das hoffen wir doch. Ja, ich bin mir ganz sicher. 3.17 wird ordentlich das Spiel verbessern. Da bin ich ganz, ganz sicher. Danke für den Follow, Niklas Wessels. Ich wollte noch kurz was zu der Freelancer-Frage sagen. Man muss hier bedenken, die Freelancer wird von hinten beladen. Die hat keine Specials. Die wird einfach, da musst du irgendwie reinfahren mit einem Gabelstapler später oder mit einem Traktorstrahl das machen oder anderweitig und die beladen. Die Cut des Blacks hat links und rechts einen Traktor, also die hat einen Traktorstrahl und du kannst die links und rechts aufmachen und kannst die über einen Traktorstrahl beladen, was eventuell deutlich angenehmer ist. Dafür hat die Cut des Black aber weniger Frachtraum. Und was war noch das andere? Das dritte Schiff, die Hull A, die hat nichts davon. Ja? Das heißt, die musst du extern beladen, von außen. Wahrscheinlich mit den Traktorstrahlkisten dran an das Cargo Grid ranpacken oder so. Das kommt darauf an, glaube ich, wo man ist so ein bisschen. Das könnte aber auch schwierig sein. Ich weiß es nicht genau. Deswegen, das ist eine schwierige Frage allgemein. Ja? So. Lalalala. So, das haben wir. Haben wir alle drin in der Gruppe, alle im Menü. Santi muss noch ins Menü, bitte. Sonst wirst du nämlich nicht mitgezogen. Dann fangen wir wieder an. So, Klebe, vielen Dank an dich. Ich habe vor 5 Tagen angefangen, Star Citizen zu spielen und deine ganzen Guides konnte ich sehr gut ins Game starten und habe mir viel Kopfzerbrechen erspart. Das höre ich gern. So soll das Ganze sein. So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den besten Server. Der Treffpunkt ist Port Tressler. Ich düste da jetzt gleich rüber. Und ihr bitte auch. Ne? Und wenn ihr bei Port Tressler seid, dann bitte dort landen. Landeerlaubnis holen und richtig landen. Schiff braucht er nicht. Und geht bitte in die Krankenstation. Das ist wirklich wichtig. In die Krankenstation und sichert euch dort den Respawn. Denn wenn ihr sterbt, wenn ihr explodiert mit dem Hoverbike, dann könnte es eventuell, also ihr könnt halt wieder rankommen. Und wenn ihr halt so weit weg seid, wird es halt problematisch. Deswegen einfach Port Tressler, dann könnt ihr nämlich einfach wieder runterfliegen. So, mehr sage ich gleich dazu. Welche passiven Module würdest du für Solo Prospector Quantanium Mining empfehlen? Ich nehme immer den Lancet Laser und dann dreimal die Laser Power, die 4% mehr Laser Power. Nee, Party ist voll. Tut mir leid, Party ist voll. Genau, Torrent-Modul heißt es, glaube ich. So, ich habe sogar noch meine Klamotten an. Das ist ja fantastisch. Hoffentlich sprengt mich heute nicht irgendwer weg. So. Welches Schiff hat man denn gestern hier? Was? Ja, klar. Den kleinen Starfighter. So, warte mal. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben hier... Unknown. Ach, dieses Penner-Spiel, ey. Das ist teilweise wirklich ein Witz. Na gut, dann claim ich mal kurz mal dieses Starrunner hier. Und fliegt er mit der rüber, geht der fix. Können wir auch noch mal kurz schauen, ob hier eventuell auch schon das richtige Zeug eingebaut ist.
Prolong. Nee, es ist eh die falsche. Das ist nicht die falsche, aber wir müssen... Auf, ja, warte mal. Ich hole mir mal hier... Diese E-Unknown, die hole ich mal her. Und dann bauen wir hier den Quantum Drive einfach da ein. So. Da haben wir nämlich den Crossfield, genau. Zack. Aber voll laut hier irgendwie, ne, bei Port Reza. Diese Trailer, die hier laufen. Guck mal, da ist irgendein lustiges... War gerade irgend so ein lustiges Bohnenvieh oder so. Ah, Orison. The city in the clouds. Schön. Ich kann aber kurz was shoppen dabei, ne? Während wir hier eh warten. Lalalala. Darf man als Zuschauer ihm geben zuschauen? Ja, also ich kann es dir natürlich nicht verbieten, aber ich würde euch bitten, guckt einfach im Stream zu. Ich versuche es ja so gut wie möglich zu zeigen, weil das Problem ist immer die Performance. Die ist zwar deutlich besser als früher, aber es kann halt sein, dass der ein oder andere, der hier mitspielt, einen schlechten Rechner hat. Und wenn dann viele Leute ankommen und zugucken, dann drückt das die FPS von den Leuten runter. Und dann können die vielleicht nicht mehr ordentlich fahren. Also seid so lieb und kommt nicht her. Aber ich kann es euch auch nicht verbieten, ne? So, Dankeschön, Zedix, für den Prime-Sub. Willkommen an Bord. Und wenn ihr kommt, also wenn ihr es gar nicht lassen könnt und ihr wollt unbedingt im Spiel zugucken, dann nehmt das kleinste Schiff, was ihr finden könnt. Eine kleine Aurora oder eine Gladius. Irgendwas Kleines, was nicht viel Performance kostet. Ich will auf keinen Fall irgendwo dann eine Carrack rumgurken sehen, um zu gucken. Weil das, ne, das muss dann wirklich nicht sein. Das wäre super. Ist die Musik zu laut eigentlich? Ich habe das Gefühl, die ist zu laut heute. Aber ich habe nichts verstellt. Sag mal kurz im Chat einfach. Ich guck da weiter hier. War hier zufälligerweise. Haben wir da was Feines? Ist schon etwas laut. So. Um Stream-Sniper zu vermeiden, schießen wir Schiffe ab, die nicht den Mods gehören. Ah ja, der Jürgen, der hat mich nochmal korrigiert. Wunderbar. Ach, wie gerne hätte ich den hier mal in Oliv, ne? Gibt's nicht ein Oliv. Wir könnten... Ja, wobei, die sind auch alle doof, ne? Clark Defense. Das ist... Den habe ich ja schon auf, ne? Wobei... Den habe ich nicht auf. Der könnte vielleicht gut passen. Ja, wir gucken mal. So... Ne, hier geht's nicht weiter. Okay, Backpacks, die haben da eh nichts Tolles gehabt, glaube ich. Nö. Nö, nö. Aber der Helm ist vielleicht nicht schlecht. Hm? Dankeschön, Cleanup Guy für 5 Monate auf Stufe 1. Ach, das ist derselbe. Okay. Org. MKX, okay. So, ich habe dir PHPN auf Discord ein nettes Bild geschickt. Ah, ein nettes Bild von Pangora. Ah, hier. Warte mal. Ja, kann ich mal zeigen. Hier die Mod-Vorbereitungen. Das sind eure ganzen Noxes. Ist das die Mehrzahl? Nox, Noxes, die Noxine. Dankeschön. Protos Lanes für 6 Monate mit Prime. Vielen Dank, ein halbes Jahr. Ja, ja, die Bots haben fleißig vorbereitet. Ohne das würde es nicht gehen. Noxanten, das ist auch gut. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schick. Ja, ein Armada. Ja, und wie gesagt, der Gewinner heute kann eine von diesen Nox quasi, also so eine Nox gewinnen. Also der heute den ersten Platz macht. Und die anderen kriegen Geld. Ist ja auch nicht schlecht. Von dem Geld könnt ihr euch ja auch locker eine Nox kaufen. Die kostet ja ingame fast nichts. Alle anderen werden ausgenoxt. Genau, richtig. So, zack. Heute mal ohne Skin. Naja, aber dafür haben wir unbegrenzten Treibstoff. Das ist wichtig, denn ich muss ja filmen. Ich will ja auch filmen. Und da sind wir ordentlich unterwegs. Nicht so wie beim letzten Mal, wo dann da Sprit alle war und dann fällt das Ding runter.
Furchtbar. So, klick. Dann mache ich das Bild auch wieder weg hier. Werft der Nox nicht benutzen. Genau, das ist noch wichtig. Ihr dürft nicht schießen. Ja, aber ich komme gleich eh nochmal zu den Regeln im Detail. Aber könnt ihr euch schon mal merken, nicht schießen. Es ist ein Racing in erster Linie. Auch Rammen bitte vermeiden. Manchmal kann man es nicht vermeiden, da ist es so, wenn es ganz blöd läuft, aber nicht absichtlich. Rammen, die Mods haben dann Auge drauf. Wer rammt mit Absicht, der wird disqualifiziert. So. Und was wir auf jeden Fall auch noch haben, wir haben heute, ich nenne es mal die Distortion-Spur. Wir haben heute zwei Mods, die schwer bewaffnet mit Distortion-Waffen euch in die Quere kommen. Das heißt, sie schießen in einer geraden Linie auf, also direkt auf euch in einer geraden Linie und ihr müsst ausweichen. Wer nicht ausweicht, der kriegt das volle Distortion-Feuer ab. Das zerstört euch nicht, aber das Schiff geht halt aus und dann kracht es so ein bisschen in den Boden rein eventuell. Das könnte also sogar zu einer Explosion führen, im schlimmsten Fall. In jedem Falle aber ist es so, dass ihr euren Vorsprung verliert oder weiter zurückfallt. Und das solltet ihr dann auf jeden Fall vermeiden. So, nee, Partymember will ich ja gar nicht. Ich will doch hier... Oh, diese Kack-Star-Map. So, Microtech will ich. Klick. La, 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 la. Kann ich noch in die Party? Nee, wie gesagt, Party ist voll. Wir sind voll. So. Übrigens auch Doppelte Stars heute mal aktiv. Für das Giveaway dann. Wollen wir dann gleich starten. Neue Runde gibt's nicht? Nee. Nee. Die Gruppe bleibt. Ich würde sie auch anders machen, aber das Spiel ist da sehr friemelig immer. Ne? Immer wieder neue einladen, neue Server und so, das ist nicht so geil. Dankeschön, Shittak, für 17 Monate auf Stufe, auf der wunderbaren Stufe 2. Dankeschön. Schöne Grüße aus Thailand. Oh, bist du im Urlaub? Da wünsche ich dir einen schönen Urlaub in Thailand. Heute haben sie bei uns hier gegenüber gegrillt. Oh, es gibt ja so, es gibt gewisse Düfte, die aber unfassbar geil sind. Und einer davon ist der Geruch von Grill. Also Fleisch oder Wurst, ist egal, was sie draufschmeißen, es riecht einfach gut. Ich liebe diesen Grillgeruch. Mega nice. Einfach toll. Ich habe selber schon ewig nicht mehr gegrillt. Ich hab auch gar keinen Grill. Also ich habe einen Elektrogrill, aber das ist nicht dasselbe. Also es muss schon ein richtiger Holzkohlegrill sein. Solange man auch darf. Warum kostet die C2 auf Orison nur 4,9 Millionen? Weiß ich auch nicht. Ne? Ist recht günstig für so ein großes Handelsschiff. Keine Ahnung. Ich glaube, manchmal würfelt CRG die Preise im Spiel. Machen wenig Sinn teilweise. Es gibt einige, also gerade ältere Schiffe, haben sogar recht sinnvolle Preise. Aber teilweise andere, neuere Schiffe nicht so. Die Star Runner ist viel zu teuer. Ich sag's, jeden Sommer grillen ist eine sinnlose Tätigkeit. Was? Niemals. Wohnst du in der Stadt oder auf dem Dorf? Ich würde sagen, gemischt. Am Stadtrand sozusagen, wenn man so will. Ich habe früher in der Stadt gewohnt, mein ganzes Leben lang in der Stadt gewohnt und bin aber dann da weg. Aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, es ist eine furchtbare, dreckige Luft in der Stadt, wenn man mal ein bisschen abseits wohnt. Das muss gar nicht Dorf sein, das reicht schon wirklich am Stadtrand. Merkst du den Unterschied wirklich krass. Das merkt man richtig krass. Und ich merke es auch immer wieder, wenn ich reinfahre. Ich bin nicht auch ein bisschen empfindlich, aber... Das ist schon heftig. So, das zweite ist der Lärm. Wobei der Lärm hat mich jetzt nicht so sehr gestört, aber es ist schon bedeutend lauter. Und das dritte ist Parkplatz, Verkehr und Pipapo. Alles, ist alles schrecklich. Fehlende Natur. Dankeschön, Pre-March, für den Follow. Ja. Wenn ich jetzt raus aus dem Fenster gucke, sehe ich grün und kleine Häuschen und alles schicki. Ja, auf dem Dorf. Auf dem Dorf ist wieder zu weit weg, finde ich. Das ist ein bisschen das Problem. Auf dem Dorf hast du meistens schlechtes Internet, wobei Kabel Deutschland da recht aktiv ist, aber ne, kommt auch an wo.
Und du hast auch eine schlechte Anbindung an viele Sachen. Also du kannst nicht mal eben mal schnell was erledigen gehen. Das ist immer mit recht langen Fahrten verbunden. Bei den Spritpreisen und so. Auch nicht gerade geil. Also ich finde Dorf geil. Aber es fehlt das richtige Transportmittel. Man bräuchte irgendwie ein Flugtaxi oder sowas. Dann wäre Dorf geil. Ich glaube, wenn es irgendwann Hover-Taxis oder Flugtaxis gibt oder man halt irgendwie mit Autos fliegen kann, irgendwann mal, ich glaube, dann kriegen die ganzen Dörfer ein Revival sondergleichen. Weil ganz viele dann sagen, Mensch, jetzt kann ich aufs Dorf ziehen, jetzt haben wir 8G, Internet ist da, kein Problem, ja, oder Satelliteninternet und ich habe mein Hover-Auto und bin in 5 Minuten in der nächsten großen Stadt. Wohne auf dem Dorf, aber nur 20 Minuten mit dem Fahrrad zur Stadt, also sehr nah dran. Ja, solche Dörfer gibt's ja auch, ne? Das ist nochmal ein guter Kompromiss. Das stimmt. Achso, und der Hauptgrund, warum ich eigentlich weg bin aus der Innenstadt, ist Miete. Also ich habe damals für eine Zweiraumwohnung, ganz früher, also da habe ich noch gar nicht richtig, doch, ich habe schon gestreamt, aber das war noch in meinem ersten Jahr, wo ich gestreamt habe, habe ich in einer Zweiraumwohnung gewohnt, Bad winzig, ohne Fenster, Küche winzig, ohne Fenster, furchtbare Wohnung, halt so eine typische Plattenbau-Zweiraumbude. Und ich habe dort bezahlt im Monat, was habe ich bezahlt? Ja, rund 500 Euro. Das ist irrsinnig teuer für die Verhältnisse hier. Dankeschön, Biernot für den Prime-Sub und willkommen an Bord. Vielen Dank. Dann bin ich umgezogen an den Stadtrand. Und, warte mal, wo ist denn hier Port Chester? Also wirklich an den äußersten Stadtrand, auch Plattenbau, aber günstiger, bedeutend günstiger. Da hatte ich dann eine Dreiraumwohnung, Fenster im Bad gab es immer noch nicht, aber zumindest die Küche hatte Fenster. Das war so der erste Zwischenstopp quasi. Und da habe ich auch 500 Euro bezahlt, aber eben für eine Dreiraumwohnung, die einfach mal 20 Quadratmeter größer war. Und jetzt aktuell zahle ich etwa ein winziges bisschen mehr als vorher, ein kleines bisschen mehr. Hab aber 86 Quadratmeter, Bad riesengroß mit Fenster, Küche riesengroß mit Fenster und allem drum und dran, schickimicki, naja, schickimicki nicht, aber so wie ich mir das halt wünsche. Und bin noch weiter weg von der Stadt. Also das ist eigentlich witzig, je weiter man von der Stadt weggeht, desto geiler werden die Buden und desto günstiger werden sie gleichzeitig. 500 Euro für eine Zweizimmerwohnung, Traum. Nicht in Dresden. In Dresden ist das schon teuer. Und das wird auch teurer noch. So, warte mal, da muss ich hin. Bin auch sehr, sehr gespannt dieses Jahr auf die Nebenkostenabrechnung bei mir hier. Weil das ist das erste Mal, nicht mich anrufen, das ist das erste Mal, dass ich in einer Wohnung wohne, wo es keine Heizungsrohre gibt, die durch die Wohnung führen. Und das heißt, für die, die sich nicht auskennen, dass man bei Nebenkosten im Prinzip nur das bezahlt, was man auch tatsächlich verbraucht hat. Bisher war es aber bei mir immer so, bei den anderen Wohnungen, dass dicke, fette, wirklich heiße Heizungsrohre durch alle Räume geführt haben. Und die waren halt heiß. Von September bis, weiß ich nicht, bis wann die an sind, ne, Zentralheizung, Fernwärme, halt ewige Monate an, auch im April, wenn es warm draußen, teilweise bei 25 Grad Außentemperatur, waren die Rohre halt heiß, logischerweise. Und das zahlst du alles mit. Und deswegen war auch die Miete immer so hoch. Für diese Verhältnisse hier, ne? Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dieses Jahr hier ausfällt. Ich hoffe günstig. Ich gehe mir mal was zu essen machen. Jo, mach mal. Guten Hunger. Komm wieder. So. Landen. Ja, ich hole auch noch einen Respawn gleich. Dankeschön, Crespo, für 5 Monate mit Prime. Dankeschön, Dankeschön. Und Dankeschön wirklich dafür, den Follow. So, und was man halt wissen muss, das wird gerne mal vergessen. Ich bin ja Content Creator, ich bin ja selbstständig. Ich arbeite ja sozusagen von zu Hause aus, ne? Und die Sache ist, YouTube und Twitch ist es vollkommen wurscht, wie viel Miete ich zahle. Ich verdiene deswegen nicht mehr, ne? Bei anderen, bei normalen Berufen, wenn du jetzt irgendwie normal arbeiten gehst, wenn du jetzt in München arbeitest, verdienst du wesentlich mehr Geld, als wenn du in Dresden arbeitest für denselben Job, weil in München die Mieten deutlich teurer sind. Das heißt, dort ist es in anderen, also da wächst das Gehalt quasi mit. Bei YouTube und Twitch halt nicht, ne?
Deswegen macht es halt auch Sinn, bei der Miete möglichst sich was zu organisieren, was jetzt nicht so teuer ist. Ne? Und auch in der Stadt hier kosten günstige Wohnungen 20 Euro pro Quadratmeter. Klingt nach Frankfurt, Berlin oder Nürnberg oder Hamburg. Ja, Brücken sind kostenlos. Ja. Sind aber so schlecht schallgedämmt. Ich dachte gerade, es wäre mein Schiff. Okay, war nicht meins. Am besten arbeiten im Westen, wohnen im Osten. Da habe ich Verwandte, die machen das, die wohnen in Thüringen. An der Grenze zu Bayern, genau da, wo früher auch mal die Mauer stand, wohnen die. Und da ist eine, die ist Lehrerin und die wohnt in Thüringen, eigenes Haus, und arbeitet aber in Bayern als Lehrerin, die ist dort sogar verbeamtet. In Thüringen könnte sie auch Lehrerin sein, aber dort wird sie natürlich nicht verbeamtet. Also hat sie gesagt, okay, dann gehe ich halt nach Bayern. Die 5 Minuten mehr Fahrt. Wie viele Quadratmeter hast du jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. 85, glaube ich. Und ungefähr 85. Eigentlich fast schon zu viel. Ich wäre auch mit weniger zufrieden gewesen. Aber das Ding ist, wenn du eine geile Wohnung findest, die preislich wunderbar passt, dann sagst du nicht, die hat aber zu viele Quadratmeter. Dann nimmst du die Wohnung halt, ne? Wenn die halt sonst im Großen und Ganzen passt. So, hallo alle zusammen. Ich gehe mal kurz hier zur Medic-Station. Ich zahle für meine 72 Quadratmeter 800 Euro warm. Warm zahle ich jetzt um die 600. Für 85 Quadratmeter oder 86 oder 88, weiß nicht genau. Das ist wirklich günstig. Das Lustige ist ja, halt, hier wollte ich gar nicht hin. Das eigentlich Lustige ist ja die Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe. Ja, da habe ich ja um die 500 warm bezahlt. Oder 556 habe ich da warm bezahlt. Und das Lustige ist, dieses Haus wird in den nächsten 1-2 Jahren, das wusste ich ja, schon vor dem Umzug hierher, wird renoviert, also von außen. Es wird ja quasi energetisch saniert oder irgendwie so. Und die haben schon mit einem anderen Haus, das sind ja so Plattendinger, haben die schon angefangen. Und, warte, ich kann es euch einfach zeigen. Ich kann euch das sogar zeigen, pass mal auf. Das ist wirklich lustig. Moment, ich habe das hier sogar noch offen. Wie ich letztens erst geguckt hatte. So, pass mal auf, ich zeig euch mal was. Kann man das zeigen? Liege ich irgendwas? Nö, ich liege nichts, ne? So. Hier habe ich mal gewohnt. Kann ich euch jetzt zeigen, weil da wohne ich erst nicht mehr. Hier in diesem Block. So, ich nehme jetzt mal das hier. Hier ist es eine Dreiraumwohnung. Das ist genauso eine Dreiraumwohnung, wie ich hatte. Und das ist die Kaltmiete. Und dann kommt noch entsprechend warm obendrauf, bis am Ende bei. Also man, du kannst ungefähr 200 Euro warm draufrechnen. Ne? Ungefähr. Plus, minus. Dankeschön, Fran Horas, für 11 Monate mit Prime. Vielen Dank. So, also das könnt ihr euch mal so merken. Das ist hier nur die Kaltmiete. Das Entscheidende ist folgendes. Hier ist auch so ein Block und der wurde jetzt quasi von außen saniert. Also nicht die Wohnung, sondern wirklich außen. Ne? Dach wurde neu gemacht, die Fassade, die Balkons. Und da seht ihr den Preisunterschied. Es sind über 100, es sind knapp 110 Euro mehr. Ist auch eine Das ist eine Wohnung. Also es sind knapp 100 Euro. Kommt ein bisschen auf die Ausstattung an. Knapp 100 Euro mehr. Nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Okay, nee, die haben ja nur 4 Raum. Egal, damals habe ich das schon mal gesehen. Hier kostet die Dreierwohnung in diesem modernisierten Gebäude. Oder ist es das hier? Das ist halt Google Maps. Das Problem ist, das ist halt nicht aktuell. Nee, das hier haben sie neu gemacht. Das haben die neu gemacht. Das ist falsch hier. Das ignorieren. Hier wird gerade nichts angeboten. Hier in diesem Block zahlt man 480 oder 470 kalt. Für dieselbe Bude wie hier. Genau die gleiche. Genau identisch. Ja. Und das sorgt dann dafür, dass tatsächlich die Bude, wo ich vorher gewohnt habe, wenn ich dort wohnen geblieben wäre, demnächst teurer ist als meine jetzige, obwohl meine jetzige 10-mal geiler ist. Ja. Deswegen. So, mal kurz mein Schiff einmal rein und wieder raus packen.
Lieber Kredit nehmen und Wohnung kaufen statt mieten, wenn man die Option dazu hat. Ja, ganz ehrlich, bin ich persönlich kein großer Fan von. Ich glaube, das wohnst du nicht raus auf Dauer. Es kommt natürlich darauf an, wo du wohnst, das ist schon klar. Pad, welches Pad soll ich? Warte mal, Pad 11. So, ihr bleibt hier, ihr fliegt. Nein, raus. Ihr werdet gleich von den Mods mitgenommen. Ich nehme mein eigenes Schiff. So, das Problem an der Sache ist, wenn ich es mal ausrechne. Ne, ich sage jetzt mal, ich nehm jetzt mal die Bude, die ich vorher hatte. Nur die Kaltkosten, weil die warmen hast du ja auch beim Wohneigentum. Das ist ja egal. Also nur die Kaltmiete sparst du ja. 350 Euro mal 12 sind 4.200 Euro im Jahr, die du dir dann sparst. Wenn ich jetzt 40 Jahre in der Wohnung wohnen würde, als Beispiel, dann wären das gerade mal um die 170.000 Euro. Ich glaube nicht, dass ich die Wohnung für 170.000 Euro kaufen kann. Und ich müsste halt über 40 Jahre dort wohnen, dass es sich lohnt. Ja. Ja gut, Steuersparnis, du, ich bin kein Anwalt oder Steuerberater, da kann ich nichts zu sagen, da halte ich mich auch generell raus. Ich habe es nur mal auf Bankkaufmannsebene quasi gerechnet und ich finde, es rentiert sich nicht, man muss zu lange darin wohnen. Und ich bin jemand, der gerne eigentlich mal umzieht, also wenn es sich sinnvoll ergibt, wenn es, wenn man irgendwie was Schickeres hinbekommt. Ne? 170.000 für eine Eigentumswohnung ist ja vermutlich auch schwer zu finden. Ja eben, also eine Eigentumswohnung kostet wahrscheinlich deutlich mehr. Die hat auch mehr zu bieten, man kann das so ähnlich vergleichen, ne? Also nicht falsch verstehen. Wenn man sich eine Eigentumswohnung kauft, und darauf will ich hinaus, da kauft man die meiner Ansicht nach nicht um Geld zu sparen, sondern um eine schönere Wohnung zu bekommen, die dann irgendwann mal einem selbst gehört. Also das ist quasi, ich sag mal, eine Art Luxusartikel meiner Ansicht nach. Das ist keine Ersparnis, die man da langfristig hat. Was ist mit den Mieterhöhungen in 20 Jahren? Was ist mit den Zinserhöhungen in 20 Jahren? Die Zinsen bleiben ja auch nicht, ne? Die werden nach 5 oder 10 Jahren neu angepasst. Das kann dir auch keiner sagen. Das habe ich erstmal ignoriert. Soll jeder machen, wie er mag. Ich bin halt persönlich kein Riesenfan davon. Ich kann aber nachvollziehen, dass man das gerne will. Dass man halt sagt, ich würde gerne eine eigene Wohnung haben oder ein Haus sogar. Aber ich finde immer, man sollte das nicht unter dem Vorwand kaufen, dass man Geld spart, sondern ich finde, man sollte es wirklich kaufen, weil man es sich leisten kann und leisten möchte, dann ein bisschen höheren Lebensstandard zu haben durch Eigentum. Ne? Und so ein Haus ist ja auch was Schönes, wenn man es haben will. Ich bräuchte es jetzt nicht, ne? Habe aber auch jetzt keine Familie. Ne? Wenn du eine Familie hast mit Kindern, ist das immer eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich. Mit Garten und allem, das ist halt schon cool. So. Was? Die Rechnung geht aber anders. Alles Geld, was du dem Vermieter bringst, bringt dir gar nichts. Zahlst du 800 Euro Miete, gleich 800 Euro weg. Zahlst du 800 Euro an die Bank, bringen dir 200 Euro in die gleiche, in die eigene Tasche. Nee, wieso das denn? Das verstehe ich nicht. Das macht gar keinen Sinn. Wie häufig sind denn bei euch die Mieterhöhungen? Ich wohne seit 10 Jahren zur selben Miete. Das ist immer schwer, eine Prognose abzugeben für die Zukunft, aber ich kenne auch keine Mieterhöhungen aus dem eigenen privaten Bereich. Weder bei mir noch bei Mutter oder anderen, bei Verwandten, Bekannten. Null. Null Mieterhöhungen in den letzten 10, 15, 20, also soweit ich denken kann, null. Meine Oma kriegt jetzt eine Mieterhöhung. Tatsächlich, die wohnt seit 1900, weiß ich nicht, die wohnt seit dem 30-jährigen Krieg in der Wohnung, das ist schon ewig, zur selben Miete und da wird jetzt die Miete angehoben, die Kaltmiete, aufgrund vom Mietpreisspiegel, nach so langer Zeit, das sind locker 35 Jahre, also richtig lange, wird die Miete jetzt um 16, 17 Euro angehoben im Monat. Das ist okay, würde ich sagen, ja. Also, da gibt es Schlimmeres. Dankeschön, Neurotika LP, für den Follow. Anders ist es natürlich bei so Vonovia. Ich kenne das auch, ne? Wenn die da sanieren und renovieren und so. Die ganzen Tricksereien kenne ich auch. Er meint, irgendwann gehört einem das Haus mit der Aussage von Marfoys
Bei einer Miete bekommt der Mieter das Geld, geht somit nicht in die eigene Tasche. Ach, so meinst du das? Das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Ja. Ich weiß es, wie du es meinst. Das stimmt ja auch. Aber dafür, und das darfst du halt nicht vergessen, und deswegen, das führt alles zu weit, du hast zum Beispiel, du musst dich dann beteiligen an Reparaturen beim Dach. Oder wenn die Fassade neu gemacht werden muss und so weiter. Da bist du als Eigentümer der Wohnung viel, viel krasser dran beteiligt an diesen Kosten, als Mieter. Viel, viel krasser. Weil der Vermieter darf nur einen recht kleinen Prozentsatz umlegen und das über zig Jahre. Ja, während du als Eigentümer, ich kenne das, die Eltern von meiner damaligen Ex, die hatten so ein Haus, die hatten nur allein fürs Dach, allein nur für das Scheißdach, haben die über 100.000 Euro extra Kredit aufnehmen müssen. Und dann zahlen sie das ab. Heizung neu machen, was auch immer, ja, energetische Sanierung selber machen, das ist richtig teuer. Auf Dauer. Und wenn du Wohneigentum hast, zum Beispiel du bist Wohneigentümer in einem Mehrfamilienhaus, das sind vielleicht 5 Wohnungen, dann teilt sich das eben alles durch 5, ne? Dann geht's wieder, aber es ist trotzdem ein Haufen Geld. Also ich würde das jetzt nicht so alles miteinander verrechnen wollen, das ist zu schwierig. Ja. Muss die Handwerker und so weiter, alles schwierig. Ja, beim Finanzamt zurückholen, du kannst dir nur das beim Finanzamt zurückholen, was du auch ans Finanzamt bezahlt hast. Wenn du also extrem viel Geld verdienst und viele hohe Steuern zahlst, dann lohnt sich das natürlich, klar. Aber ne? Für den normalen, der normale Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal, der vielleicht seine 2.500 brutto hat, vielleicht 3.000 sogar, wenn er gut verdient, der zahlt nur auch nicht so viele Steuern. Der kann sich dann nicht so viel zurückholen. Der kriegt dann vielleicht ein Steuerguthaben auf Dauer. Naja, gut. Aber Dankeschön, Simsilabin, für 5 Monate Aufstufe 1. Vielen Dank. Und Luca Turbo Luca, danke für den Foto. So, ich denke mal, wir sind noch am Sammeln hier. Mal kurz einen Überblick verschaffen. Beziehungsweise ich mach's mal. Okay, es sind alle schon da, hier oben. Das ist sehr, sehr gut. Pass auf, dann mache ich euch mal direkt das Giveaway an. Es gibt aber eine, und das ist mir wichtig, eine kleine Besonderheit. Passt auf, das ist ganz, ganz wichtig. Normalerweise ist das Giveaway am Ende des Monats. Das Problem in diesem Monat ist, der Ende des Monats ist ja der Donnerstag. Gut. Ne, ich habe überlegt, mache ich es heute oder mache ich es am Mittwoch? Eigentlich müssten wir es am Mittwoch machen. Aber ich weiß, dass manche am Mittwoch einfach wirklich nicht können und nur sonntags da sind. Und ich finde das dann doof, wenn die dann nicht mitmachen können. Deswegen machen wir das heute ausnahmsweise, weil das wirklich sonst scheiße ist. Wir machen das heute ausnahmsweise mal so. Das Giveaway läuft heute und am Mittwoch. Und wenn die 3.17 morgen kommt oder am Dienstag, entsprechend an den Tagen auch. Es läuft also jetzt heute und Mittwoch, so. Das heißt, wir ziehen am Mittwoch. Kaufen Tickets könnt ihr heute, ihr könnt Stars verdienen, ihr könnt auch am Mittwoch nochmal nachkaufen, das ist alles kein Problem, da fühlt ihr euch frei, wie sonst auch immer. Und es geht um meine RSI Scorpius mit LTE, also schon was etwas Wertvolleres, deswegen mache ich das auch extra so, dass mir hier keiner zu kurz kommt. Und da könnt ihr mal ordentlich Stars sammeln. Heute und am Mittwoch gegebenenfalls und hier ordentlich mitmachen. So, ein Ticket kostet 500 Stars, ihr könnt bis zu 50 Stück kaufen. Und das Ganze hat natürlich LTE, da ist es. Einfach Ausrufezeichen Ticket in den Chat. Deine Aussage gerade zum durchschnittlichen Arbeitnehmer 2.500 bis brutto, du meinst netto, oder? Nee. Ich meine schon brutto. Ich weiß gerade gar nicht, wie das mittlerweile ist. Warte mal, wir können mal gucken. Durchschnittliches Bruttoeinkommen Deutschland. Na gut, Vollzeit. Die Vollzeit haben ja die wenigsten. Das kann man gar nicht rechnen. Also, ja gut. Bei Vollzeit sind es durchschnittlich knapp 4.000. Aber das trifft ja gar nicht auf so viele zu tatsächlich. Und im Osten erst recht nicht. Ich bin ja im Osten. Bei uns kannst du direkt mal 1.000 abziehen oder mehr. Kann man Stars auch noch anders finden als durch Zuschauen?
Theoretisch kannst du noch ein paar extra Stars holen durch Subscriben oder durch Geschenkabos oder durch Bits zum Beispiel. Ja, das geht auch. Aber der größte Teil ist durchs Zuschauen. So, ist schon jemand hier unten? Guck mal, da sind schon ganz viele, da gehe ich mal hin. Da schauen wir uns gleich mal die Strecke an. Dankeschön, Protora, für den Follow. Und Dankeschön, Waltraud, ebenfalls für den Follow. Und Kevoran. So. Dankeschön, Mad Max, für 17 Monate mit Prime. Vielen Dank. Ich habe letztens, wegen Gehalt, ich habe letztens mal aus Spaß geguckt. Ich habe ja früher mal bei der Spaßkasse gearbeitet, also Ausbildung gemacht, 3 Jahre. Und ich habe mal Spaß dabei geguckt, was ich dort verdienen würde, wenn ich dort geblieben wäre. Öffentlicher Dienst. Und das sind, ja, sind ungefähr 3.000 brutto. 3.200, je nachdem, ja. Als Sparkassen, also als, ja, als Bankkaufmann. Wo man dann vielleicht denken würde, wow, die verdienen einen Haufen Geld. Mm-mm. Nicht im Osten. Dankeschön, ManiTV, für den Prime-Sub. Und willkommen an Bord. Vielen Dank. Ja, ja, klar. Öffentlicher Dienst, Sparkasse, natürlich. Sparkasse ist öffentlicher Dienst. Das ist keine Privatbank, die gehört dem Staat. Oder der Stadt in dem Fall, wo sie halt ist, ne? Da verdienst du auch nicht viel. Da musst du dann schon, da wirst du wirklich dann gezwungen zu studieren. Hätte man vielleicht auch gemacht, ne? In dem Zeitraum irgendwie Sparkassenfinanzwirt studiert, dann verdienst du halt ein bisschen mehr. Aber, wie gesagt, das Medianeinkommen in Deutschland liegt bei 2.500 brutto. Ich weiß es nicht. Also wie gerade, ich habe gerade mal geschaut, da schon was mit 4.000. Aber ich finde es generell schwierig, das so zu machen, weil es ist einfach zu unterschiedlich. Ein Durchschnitt zu nehmen ist albern. Es gibt welche, die verdienen Millionen im Jahr und die pushen natürlich alles andere hoch. Man kann aber heute plus Mittwoch insgesamt 50 Tickets kaufen und nicht heute max 50. Nee, 50 insgesamt. So wie immer. Was einfach nur, dass es einfach beide Tage aktiv ist, ne? Dass die am Mittwoch nicht da sein können, weil sie halt lange auf Arbeit sind oder so, dass die Möglichkeit haben, heute zu kaufen, ne? Guck mal, das ist ja auch geil. Voll getarnt hier. Die Herkules. Ist ja fast dasselbe Grün. Das sieht stark aus. So, die ganzen Hover-Bikes stehen schon draußen. Können quasi schon benutzt werden. Oh, hier ruckelt es ja auch gerade so ein bisschen. Dankeschön, Berliner Bub, für 15 Monate auf der wunderbaren Stufe 2. Vielen Dank. Bin nun auch Sternbürger und Pilot einer Nomad. Vielen Dank für für deine gute Arbeit und bitte weiter so. Gerne. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit der Nomad. Ein gutes Schiff. Ein sehr, sehr schönes Einsteigerschiff. Dankeschön, X-Gamer, für den Follow. Ein wunderbares Schiff hier. So. Mal kurz schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Das habe ich gemacht. Das habe ich auch gemacht. Nicht so eine Anlock, sonst ist die weg. Wieso das? Wird die weggepustet von mir, oder was? Ich lande mal kurz, wir können mal eine Runde hier spazieren gehen. Eine wunderbare Location hier ausgesucht. Ich weiß bloß nicht, ob es früh am Morgen ist oder ob es gerade Abend wird. Das sieht man immer so schlecht. Aber wir werden das mal beobachten. Sonst muss man eventuell nochmal wechseln. Früh am Morgen? Okay, ihr habt schon geguckt. Okay, gut. Wunderbar. Aber Arbeit im Verkauf und verdiene 2.900 brutto. Nicht viel bei den Preisen in Frankfurt. Mhm. Ja. Oh. Dankeschön, Marlon, für den Follow. Das ist halt so eine Sache, ne? Deswegen Durchschnittsgehalt ist schwierig. Also ich kenne auch keinen zum Beispiel aus meinem privaten Umfeld, der über 3.000 brutto verdient. Nicht einen. Von Freunden, Bekannten, Verwandten oder, na gut, doch Verwandte kenne ich welche. Das zählt es nicht ganz, die wohnen, aber die arbeiten auch im Westen. Wie jetzt immer klingt, Westen. Furchtbar. Aber es ist halt nun mal wirklich ein krasser Unterschied. Ein Kollege von mir, der mit dem ich früher in der Schule war, der ist heute LKW-Fahrer, 40-Stunden-Woche oder mehr. Der verdient knapp, was verdient der, 2,7, 2,8 brutto? Auch nicht viel eigentlich, ne, für einen Vollzeitjob.
ist halt einfach die Sache, du wirst halt einfach wirklich gezwungen zu studieren. Wenn du was verdienen willst, dann musst du studieren. Abitur reicht nicht, Ausbildung reicht auch nicht mehr. Außer vielleicht in ein paar bestimmten Bereichen, wo das anders ist, ne? Das ist halt die große Problematik dabei. Aber vielleicht wird es auch mal besser. Kann man ja nur hoffen. Würde ja gern mit meiner KUE antreten. Platz wäre ja noch in der C2 Einschaltungszeichen. Du meinst die Nox oder was? Die Nox Q. Achso, die Silber, ne? Dankeschön übrigens für 100 Bits. Ja, also die Nox Q hat, glaube ich, keinen Vorteil, ne? Das war nur ein Skin. Also von mir aus kannst du auch die Nox Q, wenn du eine hast, nimm sie. Mir ist es egal. Wenn die Mods jetzt nichts dagegen haben, sollen die Mods entscheiden. Von mir aus habe ich nichts dagegen. Werde einfach Handwerker mit Wochenendarbeit, sind 4000 drin. Ach ja. Ach so, apropos, weil ich gerade lese, Knebel, hast du Alpha USC zu verschenken? Nee, habe ich nicht, aber wenn ihr Alpha USC zu verschenken habt, heute ist das Preisgeld ja 2,5 Millionen, weil ich habe nicht mehr so viel, dann bin ich quasi komplett runter. Könnt ihr gerne mir, wenn ihr möchtet und wenn ihr zu viel habt im Spiel, mir was rüber spenden über die Trading-App. Achtet aber bitte drauf, dass ihr... Warte mal, das Gras. Scheiß Gras hier. Moment. Achtet aber bitte drauf, wenn ihr das macht, ja, dann hier oben Knebel eingeben. Das nicht an die hier schicken. Das ist alles falsch. Ich bin knebel@knebel. Ja? Da wirklich drauf achten. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was übrig habt und das noch spenden wollt. Muss nicht heute sein, kann auch morgen sein oder was auch immer. Und dann können wir auch bei zukünftigen Events wieder schöne, fette Preisgelder raushauen. Aber wobei ich finde, 2,5 Millionen ist für das aktuelle Spiel eigentlich sogar richtig gut. Aber ich kann halt auch nicht immer alles farmen. Hab noch ein bisschen was im Petto. In der Carrack ist ja noch eine Million ungefähr. Na, nicht ganz. Eine halbe ungefähr. Die trade ich nochmal irgendwann weg. So. Dibbel, kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe mir die Herkules gekauft, beziehungsweise immer mehr upgraded auf die C2, aber möchte jetzt gerne die 400i. Gibt es da eine Möglichkeit, wieder Downsizing zu machen ohne Echtgeld? Ja. Ja und nein. Also du kannst das, was du da geupgradet hast, einschmelzen und dann kannst du es zurückkaufen mit Store Credits. Da musst du allerdings gucken. Habt ihr was geschickt, mach das Geld mal höher. Danke, Mr. Sprengler, für 100 Bits. Was soll ich höher machen? Achso, das Preisgeld für heute. Dann... Dann machen wir... Okay, dann machen wir 4 Millionen. Wir machen 4 Millionen heute. Ja. Sind ja auch 15 Leute. Dann verteilt sich noch besser. Dankeschön, auf jeden Fall. Lieben Dank. So, ganz kurz zu der Buyback-Frage. Moment, ich muss das hier mal... Ach komm schon, du dumme Seite, ist mal so langsam. My Hunger. Und dann Buyback Pledges. Dieses scheiß Wallpaper. Also da hast du hier... Das musst du halt haben. Musst du gucken im Buyback. Ne? Dieses gelbe Ticket. Wenn du das hast, dann kannst du das, was du gerade quasi eingeschmolzen hast, wieder zurückkaufen. Wenn du, oder wenn ihr etwas... was ihr upgradet habt, mehrfach, egal wie oft, einschmelzt, dann sind alle Upgrades automatisch in diesem Moment gelöscht. Ja? Und es bleibt nur das übrig, was das Ursprungsschiff war. Alles, was darüber hinausging, also die ganzen Upgrades, die werden in Store Credits umgewandelt. Da könnt ihr euch dann davon das wieder zurückkaufen. Er verliert das LTI. Nee. Wenn das Ursprungsschiff LTI hat, wird das LTI auch bleiben. Dankeschön, Infinitas Antares, für 17 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank, vielen Dank. So, aber ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Du musst halt gucken, die 400i ist, glaube ich, aktuell gar nicht kaufbar.
Das heißt, du kannst das Ursprungsschiff, was du dann dir zurückholst im Biomech, nicht upgraden auf die 400i, weil die nicht kaufbar ist. Du musst also warten, bis das wieder geht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So. Hier sieht es viel zu ruhig aus. Pangora, Tran, okay, sind schon einige hier. Achso, wir haben noch mehr Leute, ne? Irgendwie, hier sind alle noch bei der Raumstation, kann das sein? Ja, die sind noch alle bei der Raumstation. Ja, werden wir hergebracht. Ich zeige euch mal so ein bisschen kurz die Umgebung. Pangora, bist du gerade gedanklich da und kannst mir mal eine grobe Richtung sagen, wo der erste Checkpoint sein wird? Dass ich mal diesen Part abstecke und mal zeige. Das wäre super. Würde mir reichen, wenn du mit dem Schiff mal in die Richtung quasi guckst, einfach, wenn du es weißt. Ah, da ist er ja. Hallo. Servus zusammen. Oh, du bist gerade super mega leise. Jetzt besser? Ja, ein bisschen. Oh. Wir stecken die Strecke ab in dem Moment, wo die zweite C2 mit den ganzen Spielern runterkommt. Die startet jetzt gerade, wir haben alle eingesammelt. Okay. Und wir werden uns Richtung Westen orientieren, dass wir immer ein bisschen mit der Sonne mitgehen, dass wir so lange wie möglich Tag haben. Richtung Westen, okay, da muss ich mal in den Schiffkompass. Okay, danke. Dann gucke ich mal kurz. Die Mods werden immer quasi gucken, wo schöne Biome sind und eben so ein bisschen Richtung Westen sich orientieren. Also es ist noch keine fixe Strecke, die ich euch jetzt zeigen kann, aber wir fliegen mal ein bisschen Richtung Westen, dass ihr mal einmal seht, was ungefähr der Plan ist. So. Jetzt brauche ich nur noch mal einen Kompass. Ja, gut, Westen gibt's hier nicht, ne? Gibt nur Zahlen. Das ist natürlich ungünstig, aber gut, dann wahrscheinlich in diese Richtung, ne? Westen ist wie viel Grad? Einfach der Sonne entgegen? Nee. Nee, das wäre ja nicht Richtung Westen. Von der Sonne weg müsste man ja eigentlich, ne? 72 Grad. Ich glaube, ich bin ja ganz gut dabei. Ah, noch ein Stückchen. Wir fliegen mal so in die Richtung und gucken mal. Da hinten sind noch so ein paar Gebirge. Die Checkpoints müssen quasi immer erreicht werden. Da haben wir jetzt mal gerade den Schuss gesehen. Also das kommt dann auf euch zu, diese Distortion-Waffen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich fliege jetzt mal in diese Richtung und zeige das Ganze mal. Ich weiß es nicht, wie weit, das entscheiden euch die Mods, aber so ungefähr werden es 50 Kilometer sein oder so, ne? Steht ein W bei 72 Grad? Ach da, tatsächlich, da steht wirklich ein W, das ist ja lustig. Okay, danke. So, also irgendwo hier lang. Also das ist so ein bisschen dünn besiedelter Wald, ne? Mit ein paar Schlaglöchern, mit ein paar Kratern. Aber keine allzu krassen Strecken. Richtung Gebirge. Mal kurz gucken. Wir warten die Rückansicht, habe ich vergessen. Ich drehe mich einfach um. So, da sind jetzt hier wie viele Kilometer? Das sind jetzt 7. Ja, also schon mal ein bisschen weiter. So. Immer weiter, immer weiter. Den Button einzeln zum Einschmelzen. Du gehst in deinen Webhanger rein. Da hast du bei allen Objekten, die drin sind, rechts einen Pfeil. Da kannst du draufdrücken und da kannst du sagen Exchange. Und dann will er das Passwort von dir haben. Und dann siehst du auch, wie viel Geld du da bekommst. In Form von Store Credits. Kann auch gleich mal zeigen. Muss aber mal ganz kurz warten. So, und hier ist dann so Richtung Gebirge. Also ich denke mal, irgendwo vor dem Gebirge wird dann der Checkpoint sein. Ne? Wollen ja immer so ungefähr ein Biom haben, wo die Leute sich durchschlängeln müssen. Ich mache einfach mal jetzt hier irgendwo einen Stopp. Die Mods können das dann aber von mir aus auch anders machen. Das ist jetzt egal. So, pass auf. Also, die Hoverquads fahren hierhin. Mal als Beispiel jetzt, ne? Wo dann die Herkules steht, wo der Checkpoint ist. Und das ist Folgendes. Der Erste, der ankommt, kriegt 5 Punkte dafür, dass er angekommen ist und nochmal 5 Punkte extra dafür, dass er Erste ist. Der Zweite, der ankommt, kriegt auch 5 Punkte dafür, dass er da ist und 4 Punkte, weil er der Zweite ist.
Der dritte kriegt auch 5 Punkte, aber dann eben nur 3 Punkte nochmal extra, weil er der dritte ist und so weiter. Das heißt, die ersten 5 kriegen extra Punkte, alle anderen, die länger brauchen, kriegen nur, wenn sie ankommen, ihre Standard 5 Punkte. Wer nicht ankommt, weil er explodiert ist oder sonst irgendwie, der kriegt halt 0 Punkte. Und es geht darum, dass jeder Rennteilnehmer am Checkpoint ankommt und wartet. Ja? Das heißt, ihr fahrt nicht weiter. Denn das Ding ist, wir wollen gerne jedem die Möglichkeit geben, nochmal aufzuholen. Es kann ja immer mal irgendwas Dummes passieren, irgendein Bug. Zum einen halt das. Zum anderen ist es so, über lange Strecken würde man am Ende immer nur hier auch im Stream nur eine einzige Nox sehen. Weil, naja, das streckt sich halt, ne? Logischerweise. Und so haben wir immer wieder diesen Checkpoint und können immer wieder gemeinsam starten und halten dadurch die Gruppe so ein bisschen zusammen und das Rennen wird dadurch ein bisschen spannender einfach. Also wenn ihr hier ankommt, egal an welchem Checkpoint, einfach warten. Das dritte ist, Dankeschön, O77 für 9 Monate mit Prime, Dankeschön. Das dritte ist, wenn ihr explodiert, rausfliegt oder sonst irgendwas ist, ist das kein Weltuntergang, weil ihr spawnt ja oben im Port Tressler. Dann nehmt ihr euch ein kleines Schiff, bitte nur ein kleines, und fliegt hier wieder runter. Die Mods haben genügend Hover-Bikes für euch bereit. Kommt also runtergeflogen zum aktuellen Checkpoint, so schnell ihr halt könnt, und kriegt ein neues Hoverbike und könnt dann wieder teilnehmen. Dann gehen euch zwar die Punkte von dem einen Checkpoint verloren, weil ihr halt nicht angekommen seid regulär, aber ihr könnt weiterspielen und weitere Punkte generieren. Ne? So, und, da, und jeder Punkt ist ja quasi Geld wert, deswegen lohnt sich das also auch. Nun ist es so, jetzt nehmen wir mal an, irgendwer ist jetzt oben am Port Tressler, weil er gerade vorhin gestorben ist, und will jetzt runterfliegen und jetzt wechselt der Checkpoint zum nächsten. Dann fliegt derjenige bitte auch zum nächsten Checkpoint. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr nicht wisst, welche das ist, fragt im Chat. Die Mods haben ein Auge drauf, also hier im Ingame-Chat, im Gruppen-Chat. Einfach fragen, dann sagen euch die Mods den Namen nochmal, wo ihr hin müsst. Ja? Denn es bringt ja nichts, wenn der Checkpoint abgelaufen ist und die ganze Gruppe weiterfliegt zum nächsten, der dann irgendwo da vorne, was weiß ich wo, im Gebirge ist, dass er dann hier wieder hinfliegt. Das macht keinen Sinn. Ne? Also dann gleich zum nächsten und dann überspringt er den quasi. Kriegt halt auch keine Punkte, aber könnt danach weiterspielen. Und so zieht sich das Rennen quasi über verschiedenste Biome und Landschaftsbereiche von Microtech und wir haben eine sehr abwechslungsreiche Umgebung, eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Es ist dauerhaft spannend, weil man nie weiß, wer nun der Erste ist immer. Kann sich also immer alles ändern und wir haben vor allem immer die Gruppe, die wir sehen können und nicht immer nur einzelne Hoverbikes. Das ist sozusagen die Idee dahinter. So, und am Ende ist es dann ganz simpel, das gesamte Preisgeld, also 4 Millionen, wir haben es nochmal erhöht, danke für die Spenden, 4 Millionen teilen wir durch die Gesamtanzahl der Punkte und dann kriegt jeder entsprechend seinen Anteil, ne, je nachdem wie viele Punkte ihr habt. Also es lohnt sich auch, selbst wenn ihr nicht der Erste seid, immer zum Ziel zu fahren, weil es gibt ja immer 5 Punkte. Ich denke, da decken wir auch alle Bereiche ab von wegen, es backt mal irgendwas rum oder irgendwer hat Pech oder pipapo. Ne, so behandeln wir hoffentlich alle irgendwie gleichermaßen fair in dieser doch teilweise schwierigen Alpha. Und haben trotzdem aber einen Ansporn für jeden mehr zu machen. Denn wie gesagt, der erste Preis, der kriegt kein Ingame-Geld, der kriegt eine Nox, also eine Echtgeld-Nox. Ja, und insofern lohnt sich das in jedem Falle. Glaube ich. Oder hoffe ich jedenfalls. Dankeschön, Razor Fox, für 10 verschenkte Abos. Wow. An den Mikey, Rena, an Mann spielt, The Loach, Chrome 905, Me, Kessra, Zers Defender, Daxjäger, Frifose, Katsutaki und an Biddlebär. Dankeschön. Das sind schon die nächsten 10 hier in dieser Woche. Da ist aber großzügig. Da freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und Dankeschön, Zaylon, für 13 Monate mit Prime. Dankeschön. So, da kommen schon langsam alle her. Ja, das sieht doch schon gut aus. Pangora fliegt auch schon. So, es wird gleich ein Checkpoint ausgesucht. Das machen die Mods. Wie gesagt, das war jetzt nur mal ein Beispiel von mir. Noch ein, ich will euch noch was zeigen, was noch ganz, ganz wichtig ist. Passt mal auf, das ist noch wirklich entscheidend. Wir nehmen mal an, ich bin jetzt hier am aktuellen Checkpoint. Und da vorne, wo der Erzklumpen erstmal beispielhaft ist, ist der vorherige Checkpoint. Also von dort kommen jetzt die ganzen Bikes angefahren und wollen hierher.
Wir haben zwei Mods mit Distortion-Waffen. Habt ihr gerade schon mal kurz ballern sehen. Das sind hier diese... Da unten diese... Ich habe den Namen vergessen. Das Alien-Schiff halt. Die Distortion-Waffen töten euch nicht. Aber die werden Folgendes tun. Die werden gerade auf euch zufliegen. Am besten auf die Gruppe quasi, wenn da mehrere fahren. Und werden so hier schießen. Die schießen also mit allem, was sie haben, in einer geraden Linie in die Gruppe rein, in die ganzen Hoverbikes, bis sie halt nicht mehr schießen können. Ja. Und das machen sie so lange, bis sie beim vorherigen Checkpoint angekommen sind oder halt beim letzten Fahrer. Dann drehen die um. Ja. Und wiederholen den Vorgang. Zwei Mods immer abwechseln. Also ihr seid quasi dauerhaft so ein bisschen unter Beschuss. Ihr müsst diesen Schüssen ausweichen. Es wird niemand aktiv beschossen. Ich habe was verloren. Es wird niemand aktiv beschossen, dass wir euch irgendwie, dass die euch verfolgen oder so. Also die schießen einfach nur eine wirklich gerade Linie, auch ohne Aim Assist, einfach eine gerade Linie geradeaus. Und da könnt ihr ganz gut ausweichen nach links und nach rechts. Das ist aber wichtig. Wenn die euch nämlich treffen, geht euer Schiff aus. Und das heißt, es knallt in den Boden rein und macht vielleicht Bumm oder irgendwas anderes Doofes passiert. Also da wirklich aufpassen. Machen wir so ein bisschen, um Spannung reinzukriegen. Und ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere davon auch getroffen wird. Ihr müsst halt einfach ein bisschen die Augen offen halten. Dankeschön, Bolanski, für dein Abo auf Stufe 1 und willkommen an Bord. Und Dankeschön, Rausmuck, für 11 Monate mit Prime. Vielen, vielen Dank. Fast ein ganzes Jahr auch schon. Die Mods können von mir aus selber entscheiden, ob sie nur von vorne den Distortion-Beschuss machen oder auch von hinten. Also beidseitig. Das ist mir egal. Ihr könnt ja mal ein bisschen probieren, wie die Spannung am besten da zu steigern ist. Genau. So. Und bevor wir jetzt loslegen, werde ich mal kurz meinen warmen Früchtetee, also meinen Feigentee, ich habe nämlich wieder Feigentee gekocht, mal kurz holen. Ihr könnt hier mein kleines Malheur dabei bestaunen. Und die Mods richten hier alles noch ein. Die Rennstrecke quasi das Ziel. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Das ist mein Eye-Tracker, kann ich auch nochmal hier, dass ihr seht, wo ich hingucke. Und bei der Kamera muss ich noch einstellen. Dankeschön, Muhammad SCG, für den Follow. So. Wenn ihr Fragen zum Event habt, fragt am besten jetzt. Aber ich habe nicht irgendwas Wichtiges vergessen. Dankeschön, Showdown, für deinen Wechsel vom Prime auf ein Abo der Stufe 1. Freue ich mich. Dankeschön. So, wird es mittels Salvaging eigentlich möglich sein, den Flügel zum Beispiel an der MSR dort wieder anzubauen oder kann man damit nur kleine Löcher flicken? Das weiß ich nicht. Die Frage stelle ich mir auch. Ich hoffe, dass es gehen wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es gehen wird, weil sie dann nicht unterscheiden können aktuell, glaube ich. Du stellst quasi die HP wieder her vom Flügel und dann kommt der wieder. Davon gehe ich jedenfalls aus. Denn es gibt ja eigentlich insofern keine richtigen Löcher im Schiff. Das gibt es ja aktuell noch gar nicht. Das ist ja nur Grafik. Also ich schätze schon, aber ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten, was die Salvaging-Mechanik sagt und ob das Reparatur-Gameplay gleich mitkommt oder nicht oder so. Einfach mal abwarten. Kann ich dann nur raten.
Danke Mori Proto für 5 verschenkte Abos an den Easy Trigger, an den Ernte Glück, an Sorb Cider, Zerhacker 666 und an den Marty. Dankeschön. Vielen Dank. Und Dankeschön CyberAhn für den Follow und Floating Gamer. Und Hallöchen Pangora. Hallo, wir sind ready. Bitte noch ein bisschen verteilen. Wir haben wirklich jede Menge Platz hier. Nicht, dass es gleich einen Massencrash gibt. Ja. Und der erste Checkpoint ist der Michael. Der Michael. 18,6 Kilometer. Das sieht gut aus. Eine schöne Strecke. Denkt bitte daran, dass ihr wirklich versucht anzukommen. Ne? Das ist das Wichtigste. Das gibt auch schlussendlich die meisten Punkte. Nämlich immer 5. Und ist dann am Ende bares Geld wert. Ne? Verteilt euch noch ein bisschen links, rechts jeder ein Stückchen. Und schaut wegen dem Distortion-Feuer. Ein Hinweis noch, der zweite Checkpoint und dann später dann der dritte und dann der vierte und so weiter, werden erst dann aktiviert, wenn die Mods es sagen. Also wir sagen euch Bescheid, wir geben euch das Go. Einfach, wenn ihr ankommt, wirklich warten. Ihr könnt auch, ich weiß nicht, wie der Sprit ist bei den Nox-Dingern. Macht den Motor vielleicht einfach aus. Ja, und Triebwerke aus. Und einfach chillen, wenn er ankommt. Könnt auch was trinken. Oder kurz aufs Tour rennen. Alles kein Problem. So. Ich hoffe, das passt so. Ich werde mal Folgendes tun. Ich stelle mich wieder hier vor euch hin. Und dann gebe ich euch wieder das Startsignal, indem ich abhebe. Also wenn ich abhebe, dann könnt ihr quasi Gas geben. Dankeschön, Scorchio, für den Follow. So, mal schön landen. Dankeschön, Kneitinger, für 300 Bits. Hype Train. Da ist er, der Hype Train. Ja, ja, der Hype Train. Du. Badam. Ja, ich. Also, Pangora, sind wir soweit ready, dass wir theoretisch starten können oder brauchen wir noch irgendwas? Achso, noch andere Hinweise, mir gerade noch einfällt. Wenn euer Bike beschädigt ist, dann müsst ihr damit weiterfahren. Ihr fahrt so lange, bis es kaputt geht, im Zweifel. Also das heißt, ihr nehmt den Schaden von dem ersten Checkpoint, den ihr da eben habt, mit bis zum zweiten und so weiter, bis es irgendwann hochgeht. Ihr kriegt kein Ersatzfahrzeug, solange ihr noch ein Fahrzeug habt, was fliegen kann. Wir sind... Bitte? Wir sind ready. Okay, perfekt. Danke. Dankeschön, Boi, für 400 Bits. Vielen Dank. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Nee. Okay. Also dann, würde ich sagen, ne, ihr wisst Bescheid. Waren keine Fragen, glaube ich. Ich habe auch nichts übersehen. Wenn ich abhebe, in dem Moment, wo ich quasi ne, nach oben fliege, könnt ihr Go machen. Also. Auf geht's. Erste Runde. Let's go. So. Und ich drehe mich und... oh, die sind aber schnell, die Dinger. Huhu. Aufpassen mit den Bäumen hier. Ich gucke, dass ich möglichst gut das Ganze aufnehmen kann. Es wird nicht so einfach sein, weil die natürlich recht klein sind, die Bikes. Müssen wir mal... Ja, guck mal. Alter, die sind so schnell. Da kommt der erste Distortion-Beschuss. Mods werden sich auch ein bisschen einschießen, natürlich. Oh, da hat es direkt noch einen erwischt, ne? Sah jedenfalls gerade so aus. Ich sehe gerade noch gar nichts. Die sind da so weit vorne. Ich komm kaum hinterher. Die sind schneller als ich. Scheiße. die Hoverbikes sind schneller als ich. Guck mal, wie weit die schon sind. Oha, das wird schwierig für mich. Verdammt. Dankeschön, Xadas, für den Prime-Sub. Und Siropi, danke für 10 Monate mit Prime. Vielen Dank. Alter, sind die schnell. Aber jetzt werden sie langsam hier bei den Bergen, glaube ich. Naja, wir holen auf. Hier können wir ein bisschen aufholen. So, man sieht sie hier, da fliegt einer gerade hoch. Da fällt einer unten durch. Ne, wie gesagt, deswegen machen wir das auch so, dass man einfach das ordentlich verfolgen kann. Hat es gerade hier ein bisschen zerlegt, okay.
rasend schnell. Sehr, sehr cool. Da ist der Starfall. Aber ich bin schon an ihm vorbei, ne? Und ganz vorne ist... wir sind, glaube ich, ganz vorne. Da ist der Gordon. Mit der Nox. Oh, oh, oh. Den, guck mal, den gucken wir uns mal an. Der Gordon. So. Die Dinger sind halt echt super krass schnell. Na, ist ein Raumschiff. Das musst du erstmal schaffen. Und wo ist er hin? Da vorne ist er. Gerade durch das Jumpen. Wird schwierig heute hier. Also heute wird es ganz schwierig, das zu filmen. Aber guck mal, er landet direkt mit dem Sprung unten. Das ist ja geil. Ja. Er ist angekommen, ne? Und noch jemand ist da unten. Der Timpom ist auch schon da. Guck mal. Ein Glück, dass die Mods das jetzt hier checken, wer wann ankommt und nicht ich. So, der nächste ist der Santi, wie es aussieht. 2000 Meter. Ja, kommt da runter geflogen. Huch. Oh, ich dachte gerade, der kracht da rein. Pass auf bitte, dass ihr hier nicht irgendwie die Herkules wegsprengt, aus Versehen. Wo ist er hin? Ah, ja gut, er ist so reingerammt, er ist rot, aber egal. Das ist nicht so schlimm. So, da kommt der nächste, der Pixel. Aber das ist das Schöne an der Sache, wir können das relativ gut noch verfolgen, hier dann am Checkpoint spätestens. Rex Barracuda. Läuft. Hätte ich nicht gedacht, echt eine kurze Strecke eigentlich. Na klar, ich weiß gar nicht, wie schnell fahren die? Die fahren doch auch um die 200 oder so, ne? Und der Rabbit. Hat ein bisschen was von Vier-Schanzentournee gerade. Schnell fahren sie, ja, das stimmt. Ich glaube, 200 und schaffen die. Und wirklich gut durchgekommen hier. Einmal frei. Also viele zumindest. So eine 50 schaffen die sogar. Oh, das ist schon richtig krass. Da kommt noch hinten der Tran. Dann haben wir noch, ne, der ist despawned. Also Tran ist das letzte. Das heißt, wenn der Tran da ist, dann wird auch bald dann der zweite Checkpoint losgehen. Und dann geht es auch direkt weiter. Wie gesagt, wer gestorben ist oder irgendwie, der möge einfach... Ach ne, Tran ist ein Mod, ne? Und Tran ist ein Mod. Dann sind ja alle da. Cool. Eins. Nehme ich hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Man kann es so schwer sehen. Ungefähr die Hälfte ist durchgekommen. Die andere Hälfte hat es irgendwo zerscheppert. Da ist noch ein Nox. Vielen Dank, Phoenix, für 7 Monate mit Prime. Vielen, vielen Dank. So. Und ich glaube, da ist schon der nächste am nächsten Checkpoint. Crispinus oder Sleeper wird es sein. Aber wir warten auf das Go der Mods. Und wer gestorben ist, der möge dann eben entsprechend nicht zu diesem Checkpoint hier fliegen, sondern zum nächsten gleich, ne? Also gleich zum, wer auch immer das dann gleich ist. Und dort landen und sich ein neues Hoverbike holen. Ja, das heißt, dann ist quasi diese eine Fahrt dann hier quasi, wird dann nicht gewertet, ne? Logischerweise. Aber die nächste, wir haben ja viele Fahrten vor uns. Wird noch eine heiße Runde werden, denn wir haben noch ganz andere Biome. Das war ja noch recht simpel, das erste Biom. Durch den Wald so ein bisschen heizen, das geht noch recht gut. Ich hoffe, dass hier so ein Wetterchen aufzieht, aber naja. Dankeschön, Skinwalker, für 15 Monate mit Prime. Vielen Dank. Ich wollte noch was zeigen, das kann ich mal ganz kurz noch machen, ehe wir jetzt hier weitermachen. Wo kann ich denn das mal kurz zeigen? Hier kann ich es vielleicht zeigen. Wegen dem Reclaimen wollte ich kurz zeigen. Warte mal. Ich habe noch ein paar Sachen im Hangar für euch. Die will ich aber jetzt nicht leaken, das ist das Problem. Moment. Nee, das kann ich auch nicht.
Ich muss die Seite auswählen, wo ich nichts leake. Gar nicht so einfach. Nee, das kann man nicht exchangen. Einen Moment. Nee, das kann ich auch nicht. Ich kann hier fast gar nichts exchangen, glaube ich. Das ganze Zeug, was ich habe. Kann ich auch nicht. Naja, egal, dann mache ich es einfach jetzt so. Knock. Einfach hier aufmachen. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr einschmelzen wollt, hier den Pfeil und dann habt ihr hier Exchange, drückt da drauf, dann steht da, wie viel Geld es bringt und dann müsst ihr euer Passwort angeben und dann bekommt ihr das in Store Credits umgewandelt, ne? Wenn ihr das machen wollt. So, und Buyback habe ich schon gezeigt. Oh, hier ist richtig Wetter. Ein Screenshot mit Win, Shift und S. Und was soll das bringen? Diese kacken Bäume immer. So, ist der nächste Checkpoint schon ready? Oder woran hapert's? Also es sind 6 Leute gestorben. Ja. Ja, und wir müssen jetzt erstmal wieder ein paar Nox organisieren. Ach so. Wir hatten ja nur 20. Ach so, ich dachte 25 haben wir. Nee, aber wie gesagt, da sind einfach zu viele gestorben gerade. Okay. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, alles gut. Ja, es sind zu viele gestorben. Ihr müsst vorsichtiger fahren. Das haben wir keine Ersatzbikes. Das ist nämlich das bisschen das Doofe. Es ist leider immer noch so in Star Citizen, dass man maximal 3 Vehikel gleichzeitig haben kann. Sobald du ein 4. spawnst, ist das erste weg. Wird einfach unterm Arsch weggespawnt. Und die Mods können sich ja auch jetzt nicht bei jedem aufschreiben, wer jetzt hier auf welchem Bike sitzt und so weiter. Das ist ja albern. Das heißt, wenn die zu viele spawnen, dann sind eure weg. Das ist das Problem. Kannst du einen Bildschirmausschnitt markieren, den du als Foto haben magst? Ach so, nee, ich wollte es ja in der Bildschirmaufnahme zeigen. Das passt schon, alles gut. Ich habe auch so ein komisches Screenshot-Tool, da kann man sogar drauf rummalen. Und das nutze ich eigentlich fast nie. Ich habe das mal irgendwann mal getestet, aber das ist alles zu nervig. Oh, guck mal, die Crusader Herkules ist müde. Diese Herkules, ey. Oh Mann, oh Mann. Da haben sie aber auch nicht ordentlich aufgepasst beim Erstellen des Schiffes, oder? Schön mit dem Gesicht. Wie ein Strauß. Ja, wie ein sehr steifer Strauß. Naja. Nicht so schlimm. Da ist wohl einer zu viel ins Cockpit gelaufen. Ja, ne? So sieht's aus. Oder hat irgendwer den Kuchen noch gegessen? Aber es ist halt, glaube ich, auch wirklich der Wind. Also ihr seht's auch hier an mir. Der Wind pustet mich davon. Es ist so bescheuert, ne? Ich hoffe, das fixen die irgendwann. Das ist so ein nerviger Bug mit dem Wind, dass der Wind ein Raumschiff wegpustet. Ich meine, ich könnte es ja verstehen, wenn die Triebwerke nicht die Leistung hätten, das auszugleichen. Aber sie haben es, wie ich gerade eindrucksvoll demonstriert habe. Das ist halt echt unfassbar. Naja. Sobald man die Herkules benennen kann, heißt meine Albatros. Ah, ein guter Name. Sehr gut. Wir haben eine Lösung. Ja. Ja. Die jetzt hier stehen, also die explodiert sind gerade, die sind bis zum nächsten Checkpoint vorgeflogen. Mhm, genau. Wir haben jetzt noch 5 Nox ready. Die jetzt bei dem Checkpoint gerade sind, die fahren jetzt weiter und machen weiter ihr Raid. Eines Giveaway, weil sie heil angekommen sind.
Und die anderen, die bei dem nächsten Ziel-Checkpoint sind, die können sich dort die Nox nehmen. Und wer jetzt stirbt, der fliegt bitte nach New Babbage runter, leiht sich eine Nox aus und wird von uns dort abgeholt. Okay, klingt gut. Und dann dürfen immer quasi die weiterfahren, die quasi den Checkpoint überlebt haben und können dementsprechend Punkte sammeln. Okay. Haben alle gehört? Hoffe ich. So, wer ist denn der nächste Checkpoint? Das habe ich jetzt wieder nicht gehört. Ich sehe da so viele Namen. Irgendwo da vorne muss es ja sein, ne? Crispinius. Ah, Crispinius. Okay, na dann, alle die hier stehen, ich lande wieder kurz und gebe euch das Go für den zweiten Checkpoint. Einfach dann zu Crispinius, seht ihr diesen Wall an Namen. Einmal dann dahin. So. Einmal landen. Huch. Ja, ganz toller Trick. Okay, dann auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. So, gucken, ob ich das mal besser verfolgen kann. Ich muss ja mal schneller sein. War nicht so einfach mit dem dicken Schiff. So, Dankeschön, Nirdia, für 8 Monate mit Prime. Ein Text lese ich gleich, den du geschrieben hast. Muss ich mir mal kurz das hier konzentrieren. Da müsste doch irgendwer. Wo sind sie hin? Ich sehe keinen. Sulpangor? Hä? Ach, da unten. Da fährt einer. Ah, sind so ein bisschen rechts, nach rechts rüber gedriftet. Dann verfolgen wir mal ihn hier. Oh, fuck. Hoch, 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 Schiff. Ich kann es nicht verfolgen, so. Du siehst halt nix. Da vorne ist der Gorgon. Und da ist der Pixel, der fällt da wieder runter. Ja, weil die halt immer hoch und runter wippen. Gerade im Gebirge. Eieiei. So. Ob es vielleicht nicht. Mal, wie schnell die sind. Scheiße. So, wann soll 3.17 kommen? Dachte, es kommt Ende des Monats. Ja, ist ja noch nicht. Hätte eigentlich am Freitag kommen sollen, hat nicht geklappt. Gestern auch nicht. Irgendwas ist ja immer. Ich brauche ein schnelleres Schiff. Ich kann das nicht verfolgen mit der Starrunner. Ich werde das Schiff gleich wechseln nach dem Checkpoint. Das geht nicht. Hätte ich nicht gedacht. Aber die ist so scheiße langsam, die Starrunner. Ich weiß auch gar nicht warum. Die ist unfassbar langsam. 130 Meter pro Sekunde. Meine Oma ist schneller. Aber egal, ich wechsle das Schiff gleich, dann kann man das besser folgen. Ich krieg die scheiß Bikes nicht eingeholt. Unglaublich. Dankeschön, East Stanton für den Follow. Und Witzer G. Oder Witzer J. Knebeloma, ja. Ist doch so. Ich krieg die halt echt nicht eingeholt. Ich hätte da eine Merlin. Oh, das ist gut. Die würde ich mir nehmen. Ach stimmt, du hast eine Constellation, ne? Dann nehme ich mir deine Merlin. Das ist gut. Die dürfte fixer sein. Ach, neben es Oma war, dass sie mich auf der Autobahn zu Fuß überholt hat. Ja, das war meine Oma. Die hatte ich sogar währenddessen noch ausgelacht und ist rückwärts gelaufen. In einem kurzen Moment. Mir fehlt ein Flügel, ja. Daran wird es liegen. Sind ja auch Triebwerke in dem Flügel drin. Ja. Egal, nehme ich von Mr. TT einfach die Merlin. So, da vorne ist der Pixel. Das fuck ich nicht ran. Egal, wir werden es gleich ordentlich sehen, wenn wir am Ziel sind.
Doch, doch, die Starrunner ist auf Fullspeed. Klar. Die W-Taste ist voll durchgedrückt. Und der Speedlimiter hier ist vollkommen wurscht. Der ist ja eh deaktiviert. Spielt keine Rolle. So. Da sind auch schon ein paar andere. Die zählen aber hier in den meisten Fällen nicht, weil die ja runtergeflogen sind. So, müssen wir mal schauen, wer noch ankommt. Viele sehe ich nicht. Mal nach links drehen. Der Rabbit ist da hinten. Man müsste Gruppenmitglieder also irgendwie farblich markieren können. Da würde ich würde sogar die Mods, also die Mods eine andere Farbe geben. Okay, Tran ist ein Mod und Grüni. Hey, Grüni ist aber kein Mod, oder? Kommt der Stingray, das ist klar. Ja, Rabbit kommt da hinten. So, da ist er. Der Rabbit. Das Schöne ist, wenn irgendwelche Leute explodieren und halt dann entsprechend aus der Runde ausscheiden, da ist es natürlich für die, die ein bisschen später und langsamer fahren, angenehm, weil die kriegen dann extra Punkte. Ne? Weil die ja vielleicht noch als Vierter reinkommen oder als Dritter oder als Zweiter. Ein paar extra Punkte sind immer gut. So, bam. Aber die Hoverquads, die Hoverbikes, die halten schon gut was aus tatsächlich, ne? Also das geht schon. Wenn die so runterfallen, das ist schon ordentlicher Falldamage eigentlich, aber es geht. So, dann müssten wir alle haben, ne? Ja, sind alle da. Dann suche ich mal kurz meinen Freund hier mit der Constellation. Das war der Mr. TT. Wo ist denn der? Der ist gar nicht hier. Wo ist denn der? Achso, du kommst zu mir. Dann lande ich mal kurz. Dann machen wir das mal eben. Weil die Starrunner ist halt echt zu lahm dafür. Und nein, es hat nichts mit dem Flügel zu tun. Ist einfach das Schiff in der Atmosphäre. So. Also, wenn ich gerade ausfliege, dann wird es gehen. Aber ich muss ja auch mal ein bisschen links, rechts, bisschen straven und dann verlierst du so viel Speed. Das ist das Problem an der Sache. Aber nicht schlimm. Kein Problem. So. Wisst ihr, was ich an TeamSpeak echt hasse? Dass das einfach nicht in der Lage ist, die Position sich zu merken, in die man gescrollt hat. Also, ich bin hier im Channel Gäste Couch in TeamSpeak unten drinne. Und immer wenn irgendein neuer Member joint oder einer lief, dann verstellt sich quasi die Ansicht auf den Channel. Das heißt, ich sehe nie, ob ich alleine bin im Channel oder nicht, weil ich, ne? Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist furchtbar. Aber naja. Kann nicht alles haben. Ah, da oben kommt er. Sehr gut. Oh, hier aber schöne Schneelandschaft. Gefällt mir gut. Wir inspizieren mal kurz die Noxes. Mal schauen. Denkt dran, ne? Wenn jetzt beim nächsten Mal irgendwer stirbt, der müsste dann bitte nach New Babbage und sich kurz eine Nox ausleihen. Das ist schnell gemacht und schnell gespawnt. Und dann werdet ihr dort abgeholt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir können nicht genügend Nox nachspawnen. Es sterben doch zu viele. So, die sieht aber noch recht neu aus hier. Wer ist denn durchgefahren? Der Rabbit, ne? Das ist hier der Pixel. Der ist, glaube ich, auch durchgefahren. Oh, schon ein bisschen Schmutz vorne dran. Aber sonst sieht es gut aus. Alles dran. Yo. Stampf, stampf, stampf. Stampf, stampf, stampf. Starfall, okay. Oh, passt. Sieht eigentlich noch recht gut aus. Also die Bikes, na gut, die meisten sind eh neu, aber. Ah, hier kommt so ein bisschen. Hier kommt so ein bisschen Glitter raus. Das Triebwerk hat also schon ein bisschen Schaden bekommen. Aber noch alles dran, ne? Wunderbar. So,
So, ich komme mal kurz und schnapp mir deine Merlin. Teamspeak stirbt eh aus, wenn sich die 5er Version nicht modernisiert. Ja, ja, safe. Die sind einfach doof, die Leute bei Teamspeak. Ne? Die haben alles komplett verschlafen. Das ist einfach nur schlecht. Schade eigentlich. Ich bin eigentlich eher Teamspeak-Fan. Und ich mag Teamspeak immer noch ein bisschen mehr als Discord, wenn es um Sprachchat geht. Weil die Qualität ist halt einfach noch einen Ticken besser. Und ja. Was ist das? Genau, solange auf dem Erfolg ausgeruht, vollkommen richtig, ja. Ein großer Fehler, den viele machen. Nicht nur Teamspeak. Jo. Könntest du mir den Gruppenlied bitte geben? Ich müsste jemanden einladen. Ja klar. Dankeschön. Achso, das geht ja hier wieder nicht. Channel, Arti, Angora, Make Group Leader. So, sind wir schon draußen? Ja, dann kann ich ja R drücken. Dann docken wir ab. So, gucken, ob das kleine Ding ein bisschen mehr Power hat. Volle Energie auf den Antrieb. Ja, deutlich besser. Ja, da kann ich gut aufholen. Bremst. Lenken geht auch. Ja, das sollte gehen. Ja, das ist besser. So, da gehe ich nochmal in die richtige Ansicht noch rein. Vielen Dank. Ach, Mist. So, rein da. Dankeschön, der Sali für 11 Monate auf Stufe 1. Ih, das sieht aber eklig aus hier. Das sieht richtig eklig aus. So. Schnell weg damit. So. Dabei sind wir da. Ja, das ist gut. So, jetzt können wir auch ein bisschen mehr sehen, hoffe ich. Müssen wir noch auf was Bestimmtes warten? Oder haben wir schon den nächsten Checkpoint bereit? Dankeschön, Queen Sway, für 7 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. Was macht man mit den Tickets? Du kannst mit den Tickets an diesem Giveaway teilnehmen. Du kaufst sie dir für 500 Stars pro Stück, kannst 50 Stück maximal kaufen und kannst hier ein Ticket entsprechend holen und dann machst du damit. Der Michael setzt jetzt wieder den nächsten Checkpoint, der fliegt gleich los. Okay. Und dann können die unten sind und eine Nox haben, können schon starten. Okay, ich stelle mich wieder hier hin und gebe wieder das Go. Bis der Michael da ist, nutze ich die Gelegenheit und renne mal fix aufs Klo. Ich muss dringend mal den Tee wieder wegbringen. Moment, einmal landen. Ah, doch, geht so. Dankeschön, Mangiac TV für 2 Monate mit Prime. Vielen Dank. Und Schmaleto, danke für den Follow. So, kurz auf dem Klöchen, bin gleich zurück.
So, da bin ich wieder zurück. So, da warten wir noch drauf, dass der Michael da angekommen ist. Achso, mein Mikro ist wieder verrutscht. Ach. So. Sind noch viele TS-Fans hier, hätte ich gar nicht gedacht. Naja, man kennt's halt und so. Wie gesagt, ich hatte vor, wann war denn das? Vor 2 Jahren oder so, hatte ich noch gehofft, dass das TeamSpeak 5 kommt. Es kam aber bis heute nicht. Und dann haben wir irgendwann das Discord gegründet vor ungefähr 2 Jahren. Oder, nee, so lange ist noch gar nicht her, 1,5 Jahre. Müssten es jetzt ungefähr sein. Und, ja. Auch bei Bleiben auf jeden Fall. Weil man sagen muss, Discord könnte auch mal wieder was Neues machen. Die ruhen sich auch ganz schön auf ihrem Erfolg aus. Dankeschön, Dragon Gia, für dein Abo auf Stufe 1 und willkommen an Bord. Vielen, vielen Dank. Die könnten mal zum Beispiel Umfragen erlauben. Oder so. Nur mal so als eine Idee. So ein paar ganz normale Standard-Features, die alle Webseiten heutzutage haben. Die fehlen halt bis heute bei Discord. Auch die Audioqualität könnte mal ein bisschen gepusht werden. Die ist nämlich immer noch, naja, ist nicht so geil. Die ist so mittelmäßig, sag ich mal. Aber gut. Oder ein Kalender. Oh ja, ein Kalender wäre gut. Pangora. Ganz kurze Info für die, gerade im Spaceport unten in New Babbage ihre Nox spawnen. Ihr müsst das unten bei den Garagen machen. Ihr müsst runter zu den Garagen fahren und dort die Nox spawnen. Oben am Spaceport geht das nicht. Wieso? Die können doch beim Spaceport hinten auch ihre zu den Garagen. Ja, ist richtig, aber die müssen zu den Garagen fahren dafür. Ja gut, das können sie machen dann. Genau, nee, weil wir einige haben, die ihre Nox nicht rufen können, aber die sind halt an den Terminals für die Schiffe, da geht's halt nicht. Nee, genau, also ihr müsst zu den Garagenterminals sind natürlich. Das geht beim Spaceport oder bei den Commons, das ist egal. Und dann müsst ihr in jedem Falle zu dem Mod, der unten steht. Da müsst ihr halt gucken, wo der ist und dann dahin fahren oder halt gleich unten spawnen. Gibt eine Event-Funktion, mit der kann man Events planen, ist wie eine Art Kalender, noch nie gesehen. So. Meinst du nicht TS4? Nee. Ich weiß auch nicht, was das. Die wollten mal TS5 machen, da gibt's auch eine Beta oder gab's mal eine Beta und ach, keine Ahnung. TS4 überspringen die einfach. So eine Unglückszahl oder so, ich weiß es nicht. Aber das Problem haben viele, die an der Spitze irgendwo sind, dass die sich nichts Neues mehr einfallen lassen, dass die sich einfach daran, ja, auf ihrem Erfolg quasi ausruhen. Und ja, ne, schade. Das mag ich so zum Beispiel, ich weiß, viele mögen Apple nicht, aber ich mag Apple gerade deswegen, weil Apple sich zum Beispiel eigentlich nie auf dem Erfolg ausgeruht hat. Ja, also wenn ich mir deren neue Laptops angucke, auch wenn die ein Schweinegeld kosten, die sind halt, also die hätten es nicht nötig gehabt, die nochmal so krass zu pushen, aber die pushen halt einfach weiter, weil sie es einfach können, weil sie es selber geil finden. Ne? Das feiere ich daran so. Auch andere machen das, aber viele ruhen sich einfach auf dem Erfolg aus, das ist einfach schade. So. Was, Apple hat letzten Jahre immer nur eine neue Kamera ins Handy gebaut? Nee, stimmt nicht. Die Prozessoren, die bauen, sind absolut over the top zum Beispiel. Und ich meine, was willst du sonst groß an einem Smartphone verbessern? So viel ist denn nicht. Wobei, ich muss sagen, die neueren iOS-Versionen sind auch immer besser und immer geiler geworden. Ist auch vielleicht auch Geschmackssache natürlich, aber die ruhen sich da nicht aus. Könnten sie ja, die sind da ganz oben. Nee, das sind keine Intel-CPUs, das sind eigene. Der nächste Checkpoint ist fertig, es geht wieder zum Michael. Okay,
Wunderbar, dann schaltet eure Motoren ein und schaut, wo ich bin. Und sobald ich abhebe, auf zum Michael. Dankeschön, Tobi, für 2 Monate mit Prime. Vielen Dank. So, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. So, ich hoffe, ich kann euch jetzt besser folgen. Auf jeden Fall kann ich deutlich besser drehen. Ja, 10-mal besser. Sehr schön, jetzt sehen wir auch was. Also wieder, tut mir leid, ich war mir nicht bewusst, dass die Star Runner da nicht hinterherkommt. So, wem folgen wir denn? Dem da. Dem folgen wir jetzt mal ein bisschen. Ich kann halt auch nicht allen folgen. Jetzt war er weg. Da vorne ist er. So. Ja, das geht so viel besser. Huch. Ja, haben wir mal eine Explosion gesehen. Das ist auch schön. So, wo sind die anderen? Da kommt direkt der nächste hier. Sehr gut. Ah, hier seht ihr was. Das ist gut. Das gefällt mir auch besser so. Bisschen fummelig mit dem Schiff, aber es geht. Hui. Ja, da muss man aufpassen. Man kann, mal so als Tipp für alle Piloten hier, man kann mit einem Afterburner, wenn man in der Luft ist, gegen Boden so ein bisschen abbremsen. Das geht aber nicht immer. Müsst ihr aufpassen. Aber so eine ordentliche Afterburner und dann und dann Leertaste quasi, das kann helfen. Wenn man mal zu krass runterknallt. Aussieht, wenn sie so über so einen Hügel flackt. Da kommt ein bisschen Distortion-Feuer. Okay, dann fährt wieder zurück. So, davon ist der Michael. Wir gucken mal, wann der nächste hier vorbei saust. Müsste er gleich einer kommen, von links oder von rechts? Mal gucken. Da ist der Captain Paolo. Mal dem mal folgen. Ja, Captain Paolo. Wurde, glaube ich, erwischt, aber nur ganz kurz, da macht das noch nichts. Aber ich glaube, der brennt hinten ein bisschen, ne? Ja, er hat es schon ein bisschen erwischt. Oder ist es der Afterburner? Man sieht es nicht. Ja, wobei, das ist... Nee, ich glaube, das ist ein bisschen Schaden. Oh, ein Berg. Brennt nicht, das muss so, genau. Irgendwie ganz geil mit diesen Distortion-Waffen. Die treffen zwar nicht alles, aber ab und zu treffen sie mal einen und dann fällt er vielleicht runter. Können wir dann nachher mal in die Statistiken uns geben lassen von den Mods, wie viele Schiffe durch Distortion quasi zerstört oder abgeschaltet wurden. Aber es ist eine geile Strecke hier, so durchs Gebirge. Ist eigentlich ganz cool. Da ist er. Es verteilt sich halt immer sehr, sehr schnell. Ja, in irgendwelchen Filmen oder Serien, da hast du das nicht so. Da sind die Racings immer ganz stark alle beieinander. Alle Autos oder wie auch immer. Auch bei Star Wars, die Podracer waren richtig lange beieinander. In Star Citizen ist es nicht so. Das wird vielleicht nochmal werden. Bumm. So, mal kurz schauen. Da vorne ist der Michael. Und da ist aber noch keiner da, ne? Ich glaube, Captain Paolo ist gerade hier auf der 1. Wenn ich es richtig sehe. Irgendwann gibt es hoffentlich mal Kameradrohnen. Oh, da kommt einer hochgeflogen hier. Aber das ist eine Constellation. So Kameradrohnen, weißt du? Wo man die irgendwie an den Fahrzeugen anbringen kann und dann hier sich die auf die MFDs drauflegen. Das wäre geil. Kann man immer mal bei den MFDs vergleichen. So, den hat es wohl hier irgendwie zerstört, oder? Der hängt hier im Baum jetzt fest, der Arme. Hat sich festgefahren hier so ein bisschen.
So, badam. Aber ist noch keiner. Aber hier kommt, glaube ich, gerade einer, ne? Hier, das ist der Captain Polo. Wo sind die anderen? Starfall fällt hinten. Sind alle tot. Sind alle gestorben. Ihr fahrt zu schnell, Leute. Ihr müsst langsamer fahren. Ihr müsst ein bisschen vorsichtiger fahren. Sonst ist das halt doof, ne? Ein bisschen vorausschauender fahren. Nicht Vollgas geben. Da vorne ist der Pixel. Dem folgen wir erstmal. Wenn die immer 80% sterben oder mehr, ist das schwierig dann. Und ihr merkt ja auch, es bringt euch ja nichts. Lieber ein bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtiger und dafür ankommen. Es bringt viel, viel mehr Punkte. Glaubt mir das. Es sind noch drei unterwegs. Pixel, Captain Paolo und Starfall. Mhm, genau, das habe ich schon gesehen. Jo. Drei Leute noch. Ja. So, da vorne ist er. So, hier ein bisschen Wald mal wieder. Ein bisschen gemischtes Biom. Also gerade dieses Hochschnipsen in die Luft und dann runterfallen, das bricht euch, glaube ich, dann oft das Genick. Da ist es wirklich besser abzubremsen und sich nicht schnipsen zu lassen und dann lieber den Berg runterzufahren. Ne? Weil tot ist halt wirklich null Punkte. Ne? Das ist das Problem. Also meine Empfehlung, wirklich langsamer fahren, vorsichtiger fahren, mit dem Gas runter und dann passt das auch. Da wurde er erwischt, aber nicht ausgeschaltet, sehr gut. Genau so, ne? So ein bisschen abbremsen vorher, lieber den Berg vernünftig runter, nicht so ganz so krass irgendwo reinkrachen dann. War auch fast viel zu schnell. Man muss so ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickeln. Dann läuft das auch. Also was kann man hier kaum vermeiden, aber das geht ja auch noch. Und dann kannst du mit dem Afterburner ein bisschen vorheizen. Ja, und kommst mit ein bisschen Glück. Ja, das ist halt das Fiese, ne? Da gehen die meisten, glaube ich, dran kaputt immer. Und wenn du halt, ihr habt es gerade gesehen, ne? Wenn du vernünftig unten ankommst und dann nicht nochmal so eine Kante ist, dann geht das schon. Dann fängt sich das Fahrzeug wieder und kann weiter habbern. Aber wenn du halt in so eine Bergspitze reinkrachst, dann, tja, das tut dann weh. Aber die Mods machen das gut, die mit den Distortion treffen zwar nicht viel, aber sieht geil aus. Wobei, vielleicht treffen sie doch was, ich merk's bloß nicht. Ja, D-Sync ist. Der D-Sync soll dafür eigentlich egal sein. Also, er spielt zumindest nur eine untergeordnete Rolle. Wenn du halt langsamer fährst, hast du auch weniger D-Sync. Probleme, ne? Sehe ich ihn gleich mehr. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, guck mal, der Captain Paolo ist da vorne. Fliegen wir mal ganz nach vorne. Ah, der hat sich hier am Baum festgefahren. Diese kleinen Hover-Bikes. Ich freue mich schon total auf die bereiften Bikes, also die Tumble Ranger. Das wird geil. Damit rumheizen, da freue ich mich schon drauf. Wo ist eigentlich der Michael? Der Michael? Ich glaube, der Captain Paolo fährt völlig falsch. Kann das sein? Selber mal gucken hier. Da hinten, oder? Da ist der Michael. Der Pixel ist auch gleich da. Sehen wir das noch? Ah, der ist hier runter geflogen. Aber ich glaube, er ist angekommen, ne? Ja, er ist angekommen. Sehr gut.
Das müsste dann auch dann der erste sein. So, ihr seht, das haben wir wieder ein bisschen, grünes Biom, ein bisschen Waldbiom im Gebirge, aber trotzdem immer noch im schneebedeckten Bereich. Na, schauen wir mal. Jetzt müsste hier der Starfall noch kommen und der Captain Paolo, wenn er sich nicht wieder verfahren hat. Wo ist denn der? Da hinten. Ja, ich glaube, Starfall kommt eher. Der kommt hier gerade runtergeflogen mit Affenzahn. Wo ist er? Da oben ist er. Ah, okay, er fällt da hinten gerade runter. Da ist er. Aber sieht gut aus. Ich glaube, er qualmt ein bisschen. Aber hey, so ein bisschen Qualm. Geht schon klar. So, und da ist auch, ich habe gerade noch gesehen, Captain Paolo. Sehr gut. Wunderbar. Und das war's. Mehr sind, glaube ich, nicht angekommen. Da hinten ist noch der Bratelau und der Gordon. Aber seid ihr... Ach, guck mal, doch, ist noch einer. Da sieht man es jetzt mal, wie die so runterfahren. Man muss ja hier nicht runterkrachen, man kann ja auch langsam fliegen. Schön. Sieht gut aus. Ich hab einen Puls von 200, Hilfe. Ja, das ist ja auch echt... Es ist ja auch nicht so einfach. Während wir warten, wir können mal ganz kurz mal Folgendes machen. Wenn der Pixel mal so lieb ist und mal kurz von seinem Bike runtersteigt und mich mal kurz drauf lässt, da kann ich mal kurz das zeigen, vielleicht. Also nicht, dass ich es besser könnte, aber ich will was anderes, ich will mal kurz was demonstrieren. Ja, danke. Ich mach's nicht kaputt, keine Sorge. So. Wird mal drauf. Zack. Also was man sowieso macht, ist Leertaste natürlich, ne? Auf Maximum. Schön hoch. Und dann sitzt du halt hier schön drauf. So, und dann halt, also... Ich mach's mal mit einem Schubregler. Man kann ja wirklich extrem präzise steuern. Es war jetzt super lahm, theoretisch, aber man kann ja wirklich relativ präzise sein. Wenn ich jetzt mal hier vorfahre, hier kann ich jetzt Gas geben. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, so. Mit 35, das ist auch schon recht schnell. Je nachdem, wo du halt gerade bist, ne? Und vor so einem Berg halt so ein bisschen abbremsen und eben nicht so runter, so runterfallen, sondern in die Ebene kommen und dann wieder Gas geben. Na? Ein bisschen runter vom Gas, dass man halt nicht so weit nach oben flippt. Immer kurz vom Berg abbremsen. Das würde ich mal probieren, nur so als eine Idee. Na, dann verlierst du zwar ein bisschen Geschwindigkeit, kommst aber vernünftig über den Berg drüber, siehst auch, was dahinter dann ist, ja. Also ein bisschen unwegsames Gelände. Und dann auf hier auch wieder ein bisschen runter vom Gas. So. Und hier kann man jetzt wieder Gas geben zum Beispiel. Hier ist kein Problem, ne? Hier passiert nichts. Sonst kommt vorne wieder so ein fieser Berg, wieder runter vom Gas. Die bremsen ja auch schnell, die Dinger, ist ja gar kein Problem. Ne? Kannst du wirklich gut runter vom Gas. So, und dann hier normal drüber, nicht hochflippen. Auch hier noch nicht Gas geben, immer entspannt. So, was weiß ich, ne? Muss halt immer so ein bisschen gucken. Hier kann man wieder ein bisschen mehr Gas geben, aber auch nicht zu viel, weil das flippt einen gerne mal so ein bisschen weg, ne? So. Und hier kann man auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Auf so einem Berghang. Ihr müsst halt gucken, auch dann, wie ihr fahrt. Ihr müsst ja auch nicht gerade drauf fliegen aufs Ziel. Ihr könnt ja ein bisschen schauen, dass ihr drumherum fahrt, um solche Berge. Oder ja, oben drauf fahrt. Dann geht's auch gut. Ne? Hier kann man schön Gas geben, das ist kein Problem. Auf der Berg, quasi auf diesem Berg spitzen, so ein bisschen zu hovern. So, und auch hier wieder ein bisschen runter vom Gas. So. Vorsichtig. Mal ein bisschen mehr wiedergeben. Je nachdem, was einen hier so erwartet. Und hier kannst du wieder schön Vollgas. Ja. Ich glaube, das ist die bessere Variante, da wirklich vorsichtiger zu fahren. Und das ein bisschen entspannter anzugehen. Ja, auch hier wieder vom Gas runter. Und ihr seht, der ist ganz gut darin, dann abzubremsen. Ne? Wenn man kurz vom Berg einfach runtergeht,
Das ist doch alles noch ohne Afterburn. Das geht hier wunderbar. Da kommt man hier auch, glaube ich, relativ gut durch. Das Wichtigste ist halt wirklich, dass ihr ankommt. Wenn ihr der Erste seid, umso besser. Dann seid ihr halt auch besser geflogen, klar. Oder hattet auch mal vielleicht mehr Glück. Aber das Wichtigste ist wirklich das Ankommen. Denn das gibt ja einfach immer 5 Punkte. Und das ist ja das meiste sowieso. Ja. So, ich guck gleich. Sekunde, ich muss mal kurz... Man muss sich halt ein bisschen konzentrieren. Das ist nicht so einfach. Hier kann man wieder mehr Gas geben. So. Und dann wieder ein bisschen runter. So. Zack. Ne? Also so würde ich es machen. Immer so als nochmal als eine kleine Idee vielleicht in der Richtung. Aber es ist... Ach, auf den Stein wollte ich nicht landen. Egal. Aber jeder wie er mag, ne? Jeder wie er möchte. Es ist ja euer Racing, nicht meins in dem Sinne. So, Dankeschön, Mippel, für dein Abo auf Stufe 1 und willkommen an Bord. Vielen, vielen Dank. Ein Zwischenstand. Weiß ich nicht, wenn die Mods einen Zwischenstand haben, können wir gerne mal einen machen. Upsala, das war falsch. Ja, gut geflogen, danke. Das war Pico, ja. Boah, Alter. Das Hydrogen ist schon fast wieder alle. Ich warte mal, bis ich abhebe. Ein Ticket kostet 500 Stars. Du kannst bis zu 50 Tickets kaufen, wenn du möchtest. Das sieht ja gut aus hier. Hallöchen, Antrax. Achso, und wer keinen Schubregler hat, der kann das, was ich gerade gemacht habe, auch mit dem Mausrad machen. Ist zwar ein bisschen fummelig da, hoch und runter scrollen, ist schon richtig. Oder legt euch halt einfach eine Höchstgeschwindigkeit fest und dann halt mit WASD. Geht ja auch, ne? Man kann auch so ein bisschen strafen mit A und D. Dann flippt der auch nicht, ne? Wenn du vorm Berg quasi dich in die Kurve so ein bisschen, also zum Berg hindrehst mit der Maus, quasi nach rechts ein Stückchen und dabei mit der A-Taste strafst, dann straft der hoch auf den Berg. Und da ist er auch nicht ganz so schnell und so flippig quasi. Kleiner Zwischenstand. Creepy Cat und wie hieß der Pixel sind momentan ja so gleich auf und alle anderen verteilen sich so mit den Punkten. Okay, was ist so der Durchschnitt ungefähr mit den Punkten? Der Durchschnitt sind so zwischen 10 und 20 Punkte ungefähr. Das ist immer, wenn man ein bis zwei Checkpoints abgearbeitet hat. Mhm. Aber die meisten, also bis auf Creepy Cat sind alle mindestens einmal gestorben. Okay, naja, gut. Ja. Und Pixel ist einmal und Pixel ist auch durchgekommen. Deswegen haben die meisten Punkte einfach. Mhm, ja, logisch. Okay. Wir sind ready für den nächsten Checkpoint. Es geht jetzt zum Stingray. Mhm. Und dort wartet dann auch eine neue Andromeda mit einer neuen Merlin hinten dran. Sehr gut, vielen Dank. Der Sprit ist wieder. Es ist wirklich krass, was das Ding da braucht. Und Schutzspecht ja, hier. Wir röden hier ganz schön im Hintergrund. Also ist Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, dann macht euch bereit, setzt euch auf die Bikes, starten Sie die Triebwerke und dann geht's gleich los zum dritten, oder? Nee, zum vierten Checkpoint schon. Mal gucken, wo es da lang geht. Ich kenne das Biom noch nicht, aber es sah recht waldig aus. Ich habe es so ein bisschen demonstriert, versucht mal zu überleben und wirklich möglichst alle durchzukommen. Lieber langsam und dafür safe. Ja? Oder wie hieß es, wie war der Spruch in dem Sniper-Film? Langsam ist präzise und präzise ist schnell. So, dann würde ich sagen, wenn ich abhebe, geht's wieder los. Nächste Runde, ich mache nur mal kurz meine Kamera hier richtig. Moment. Das muss sein. Diese fetten Triebwerke, ey, von der. So. Okay. Dann würde ich sagen, auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, die Mods sind echt klasse. Auf jeden Fall. Das ist so viel Verwaltungsaufwand im Hintergrund, das können sich viele, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und ich würde das niemals sonst schaffen. Also ohne Mods gäbe es diese ganzen Community-Events nicht. Definitiv nicht. Oder jedenfalls nicht so. Sagen wir mal so. So. Ah, mal kurz. Ich gehe mal kurz in die Ansicht. Ah, einige nehmen sich das zu Herzen. Und ich sehe schon, fahren ein bisschen langsamer. Das ist gut so. Das ist richtig.
So. Ist ja auch nervig sonst, ne? Immer wieder da spawnen, Zug fahren, neues Bike. Viel besser, wenn man einfach das Bike nochmal benutzen kann, wenigstens in der zweiten oder dritten Runde noch. So, hier kann man nochmal ein bisschen weiterfliegen. Das ist, ne, da ist unten ein Tal, wenn man das weiß. So ein Tal, da macht das nichts. Der müsste jetzt ja auch nochmal. Genau, er kracht nicht in den Boden, da kann man das machen. Muss man nicht, aber da ist dann jeder so ein bisschen selbstverantwortlich, wie er es einschätzt, wie er es fliegerisch, fliegertechnisch hinbekommt. In so einem Tal geht das ganz gut, aber gerade wenn so mehrere Berge nacheinander kommen, so Bergketten immer wieder, würde ich wirklich immer abbremsen und nicht hochflippen, sondern entspannt und dann safe. Das ist die bessere Variante, denke ich. Wer ist denn ganz vorne? Da vorne ist noch der Bratelau und der Captain Paolo, der ist auch schon ganz weit. Guck mal, da fliegen wir mal vor. So, der Bratelau, was ist das eigentlich für ein geiler Name? Er brät das Fleisch, aber es ist trotzdem danach nur lauwarm. Oder so. Ich habe mal so eine Doku gesehen über amerikanisches Barbecue. Da gibt es irgendwelche krassen Challenges und solche richtigen Profi-Wettbewerbe. Und da gab es einen, der hat auch gewonnen. Der hat Spare Ribs gemacht. Und der hat die aber nicht normal gebraten oder gegrillt, sondern der hat die quasi slow smoking oder so war das. Der hat die über 24 Stunden bei einer total niedrigen Temperatur, da waren sogar 48 Stunden, gebraten. Und dadurch waren die extremst lecker und weich oder so, keine Ahnung, bin da kein Kenner. Der hat da auch hart gewonnen mit dieser Methode. Slow smoking oder irgendwie so. Es war noch nicht viel Grad. Der Grill war irgendwie nur auf 90 Grad oder 80 Grad oder so. Hätte ich gerne mal gekostet. Ich liebe Spare Ribs, aber nur, wenn sie gut gemacht sind. Aber in Deutschland kriegst du sowas eigentlich nicht. Oh, ich hab Angst. Ich hatte mal Spare Ribs probiert. In so einem XXL-Restaurant, die haben geschmeckt wie Müllhaufen. Ganz, ganz furchtbar. So ganz eklig. Kennt ihr das? Wenn das Schweinefleisch so komisch dunkelgrau ist und so richtig komisch einfach schmeckt? Boah. Furchtbar. Bratelau, da ist er. Ich glaube, er ist auch gerade auf der 1. Wir folgen ihm mal. Hier ist noch, also wirklich eine entspannte Strecke hier. Aber da vorne sehe ich wieder Gebirge, da wird es wieder abgehen. Den haben wir aber ganz schön hier im Visier. Der Arme. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist der Braue? Der Bratelau. Er ist weg. Da ist er. Ich sehe ihn. Baum! Oh fuck! Ich dachte, ich krach da voll rein. Scheiße, war das knapp. Scheiße, war das gerade knapp. Oh. Oh Gott. Puh. Alter. Was genau bewirken die blauen Distortion-Waffen gleich zum Rest? Die schalten das Schiff ab und zerstören es nicht. Also die sorgen dafür, dass das quasi Strom ausfällt. Das ist wie ein EMP. Puls 200, Alter, der Puls war gerade bei 1000 oder so. Ganz kurz mal. Kann auch gerne mal jemand klippen. Und schon ein guter Clip. Für später. Für Best-Offs oder so. Oh, das ist furchtbar, dass man immer nichts sieht. Da ist er. Okay. So. Teilweise sind die so weg, so flipp. Dann siehst du nichts mehr. Eigentlich ist es am besten für solche Events eine Cartual. Die hat in alle Richtungen die volle Triebwerksleistung. Die hatte nur Main Thruster, also fast nur Main Thruster. Wäre nicht optimal. Wann 317 kommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, geplant war das gestern, beziehungsweise vorgestern schon. Heute halt nicht, ne? Es ist Sonntag, da machen die auch nichts. Vielleicht machen sie einen Test, aber keinen Release. Vielleicht morgen, vielleicht am Dienstag, ich kann es euch nicht sagen.
Das kommt alles darauf an, wie der Patch jetzt läuft. Also, die versuchen jetzt, im Prinzip, das Update ist, die versuchen jetzt gerade den Patch, der aktuell bei den Evocatis ist, so hinzukriegen, so sauber zu machen, dass der für Wave 1 funktioniert. Da kommt der Pixel. Als zweiter, glaube ich. Ja, als zweiter, genau. Schön. Gucken, ob die noch ein paar mehr durchkommen. Sie auf jeden Fall, da fahren noch ein paar. Aber sind auch wieder viele, glaube ich, gestorben, ne? Ja, ich weiß, die Kato-Aal säuft viel Treibstoff. Das ist das Problem, deswegen nehme ich es auch nicht. Aber theoretisch wäre es ganz geil. Gucken wir mal kurz da hinten. Müssen uns aber gedulden mit 3.17. Es bringt ja auch nichts. Also es wäre jetzt auch nicht sinnvoll, den Wave 1 zu machen, der alle Nasen lang abstürzt. Da haben wir ja auch nichts von. Und vermutlich ist es das. Also die machen ja Stresstests beim PTU mit den Evocatis. Das heißt, die gucken, dass sie innerhalb von einer Stunde möglichst viele gleichzeitig von den Evocatis im Patch drin haben und gucken, wie das läuft und wie dann die Abstürze sind und so weiter. Und wenn die halt noch zu krass sind, und das sind sie, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, dann öffnen die halt ein PTU auch nicht. Ne? So, der Starfall ist der letzte hinten. Wenn ich es richtig sehe. Schauen wir mal. Da ist er. Der fährt ein bisschen langsamer. Das ist gut so. Einfach die 5 Punkte abholen. Ist alles bares Geld. So. Hallöchen, Lennart Mainz. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich in den Chat gucke, dass ich den aus dem Auge verliere. Aber hier ist er. So, ich darf passen mit den Bäumen. Baum, Baum, Baum. Ich wünschte, dass die Bäume zerstörbar wären. Ich würde einfach durchfliegen. Zack. Schöne Waldrodung hier vornehmen. Ja, ja, aktuell mit dem Baum darfst du dich nicht anlegen, da verlierst du immer. Baum gewinnt immer. Und Steine auch. Stecken, ne? War, geht aber. 5 Kilometer. Das sind so geile Bodentexturen von der Höhe. Dieses herrliche, herbstliche, bunte, ja, rot-gelbe. Es sieht so gut aus einfach. Ich liebe das. Allzu nah ran sollte man nicht zwingend. Na, wobei Microtech geht eigentlich. Microtech geht wirklich von Texturen. Auch wenn nah ran geht, sieht immer noch gut aus. Danke für den Follow, Lennart. Und Konsti, danke für den Follow. Hab ich gleich gesehen. Eine 100i wäre auch eine Variante, ne? Hast du nicht ganz unrecht. Aber ich glaube, die bremst schlecht. Irgendwas war mit der 100i. Ah ja, da wurde er, glaube ich, ausgeschalten. Kurzzeitig. Von den Distortion-Waffen. Oder hat einen Triebwerksschaden, kommt da nicht hoch. Oh, guck mal hier. Ein Baum, der aus der Luft heraus wächst. Oder mehrere. Ja, das muss eine neue Baumsorte sein. Schwebäume. Die bremst super. Okay, muss ich mal gucken. Eine Hund, die habe ich ja irgendwo rumliegen. Wann die Scorpius rauskommt? Ja, vermutlich, ja, genau, vermutlich zur Fleet Week. Die braucht, also die ist auf jeden Fall noch bis Ende April in der Mache. Da liegt es nahe, im Mai ist Invictus, im Mai kommt dann die Alpha 3.17.1 oder Alpha 3.17.2, je nachdem. Und da wird dann die Scorpius wahrscheinlich rausgehauen und wahrscheinlich noch ein oder, also mindestens ein neues Raumschiff oder Fahrzeug, was wir noch nicht kennen. Und vielleicht auch noch ein zweites, ein neuer Concept Sale. Also das wird wirklich geil werden.
auf den Weg. So, hat es auch geschafft. Wunderbar. Wenn ich ihn nicht aus Versehen wegramme. Schön. Sehr gut. Ja, ich sag mal, das Wichtigste ist anzukommen. 5 Punkte, zack. Easy. So. Top. Da kommen schon dann wieder die nächsten. Und ich schnapp mir mal hier eine neue Merlin. Bei der Gelegenheit. Dankeschön, Zwoki, für 16 Monate mit Prime. Let's go. Ach, guck mal, sieht wirklich gut aus, ne? Diese Bodentexturen. Sieht richtig schick aus. Auch diese Blätter. Gut, es ist hier unscharf, ne? Klar, das hier. Das sieht natürlich doof aus, aber man muss ja nicht so genau hingucken. Wenn du hier so durchgehst, wunderbar. So, dann gehe ich mal rein. Schwupps. Das ist Service. Wir wollen 8K-Texturen. Ja! Und dann brauchen wir Grafikkarten mit 256 GB Arbeitsspeicher. Die dann 2500 Watt saugen. Weil wir wollen sie auch dann in 8K spielen. Ja. Warum nur 8K? Genau. Warum nicht gleich 100K? 100K! Das ist das neue Bildformat. 3 Milliarden zu 2 Milliarden, das neue Bildformat. $1,5 Milliarden. Dankeschön, Herti Blessed für 2 Monate mit Prime. Dankeschön. Kann ich schon? Ja, kann schon. R. Ah, ist schon. N. Will er nicht? I. N. Power off. Machen wir Power off. Dankeschön, King Fanatic für den Prime Sub und willkommen an Bord, auch dir. Er lässt mich nicht abdocken. Ich glaube, da saß schon jemand drin, kann das sein? Weil wenn da schon einer drin gesessen hat, dann dockt das nicht mehr ab. Achso, du fliegst noch, ne? Vielleicht liegt's daran. Aber er lässt mich nicht. Nee, U ist nicht Detach. U ist Energie außen an. Nee, er lässt mich nicht raus hier. Warte mal, aussteigen aus dem Ding. Ich glaube, da saß schon irgendwer drin, weil es war ja auch schon an. Also irgendwer hat sich da schon mal reingesetzt und deswegen geht's jetzt nicht mehr. Das ist dann irgendwie gefleckt auf den anderen Spieler, das ist das Problem. Nee, nee, mit Tage hat es nichts zu tun. Nee, nee, Fahrwerk ist auch egal. Nein, nein, nein. Lass mich mal wieder runter. Ich nehme nochmal die andere. Die hat ja noch ein bisschen Sprit. Eine Runde schafft man auch mit der. Und dann überlege ich mir was. Hui. Schade. Die nächste große Änderung bei den GPUs wird das direkte Laden der Texturen von SSD sein. Das wäre aber eigentlich keine gute Änderung, weil der RAM ist 10-mal schneller als die SSD. Kannst du mich nochmal runterlassen, bitte? Weil das überlebe ich nicht. Ja, ja, genau. Springen ist nicht so hoch. Nee. Das ist zu hoch für mich. Danke, danke, danke. So, nehme ich aber die Merlin nochmal, die ich schon hatte. Upp.
So. Wo habe ich die abgestellt? Die steht hier, ne? Ja. Ja, die hat noch genug Sprit, das passt schon. Ja, Fallschirme wären geil oder ein Jetpack wäre geil. Jetpack fände ich richtig cool. Weißt du, so ein bisschen wie bei Elex. Komm ich auch nicht mehr rein. Oder muss ich von hier? Nee. Schiff, hallo? Also ich bin doch auf der richtigen Seite, oder? Ja. Hä? Wieso geht das nicht? Ist sogar die Leiter markiert. Okay, ich komme nicht mehr in das Schiff rein. Irgendwas buggt rum. Wir stellen dir eine 100 I hin. Wenn ich rein... Ja, aber da muss man ja am besten irgendwann die Tür aufmachen. Oh. Das Schiff ist weg. Deswegen kam ich nicht mehr rein. Ha. Okay. Dankeschön. Ist ja nicht so schlimm. Umso mehr Zeit habt ihr, noch hierher zu kommen mit euren Bikes oder euch herbringen zu lassen. Ist ein Selbstschutz des Schiffes. Knebel einmal draußen, den lasse ich nicht mehr rein. Ach wieso, ich bin auch ordentlich geflogen, hä? War doch ganz okay. Fand ich. Also ich fand mich toll. So wie diese Bodentextur. Guck mal, das ist auch schön. Kann gar nicht mich ducken. Das ist so schön, er will sich gar nicht ducken mit X. Los, duck dich. Trau dich. War doch X, oder? X? Ah, jetzt. Dankeschön, Sanjo, Film Prime Sub und willkommen an Bord. Ja klar, wenn du hier so reinkriegst, das ist ja alles prozedural generiert, dann siehst du es schon, ne? Dass das furchtbar aussieht, aber wenn man so guckt, ich find's schick. Die 100 I ist beim Grüni. Okay. Danke. Ah, da vorne. Dann springe ich mal durch diesen wunderbaren frühlingsgartenhaften Wald mit wenig Bäumen. Die Wiese. Manche nennen es auch Wiese. Ich habe letztens Olaf Schubert mal wieder geguckt. Herrlich. Hat er gesagt... Dankeschön, Grüni. Vielen Dank. Da hat er gesagt, es gibt ja jetzt, es gibt ja nicht nur die Geimpften und Nicht-Geimpften, sondern es gibt noch mehr. Es gibt zum Beispiel die Trans-Geimpften. Das sind die, die nicht geimpft sind, aber die fühlen sich so. Sehr, sehr schön. So, I. Ah, guck mal, sogar mit Skin hier. Das ist geil. Und da, was hat er noch gesagt? Er hat gesagt, ihn konnten sie nicht impfen. Geht nicht, weil die Nadel ist am Bizeps zerschellt. Zweimal. Oh, so gut. Achso, und dann gab es noch als weiteren Extra-Status die symptomlos Kranken. Oder wie man früher gesagt hat, die Gesunden. Wunderbar. Ich liebe Olaf Schubert, der hat einfach so einen geilen Humor. So, mal gucken, der nächste. Achso, hier ist noch Quantum Drive aktiviert. Das wollen wir nicht haben. Oh nein. Oh, wieder ein neuer Bug. Da hat der Grüni den Quantum Drive nicht ausgemacht. Und deswegen ist er jetzt bei mir dauerhaft. Vielleicht kann ich das beheben. So. Nochmal da reinsetzen. Vielleicht ist es jetzt weg. Ansonsten kann ich noch U probieren. Nee, es ist weg. Sehr gut. Wunderbar. Okidoki. Ist denn der nächste Mod schon da? Da hinten ist ja der Michael, ne? Ich glaube, ich sehe ihn schon. 33 Kilometer. Werde ich mich schon mal hinstellen.
Ja, der nächste ist Michael und ich bin auch noch als Bezugspunkt an der Stelle. Quantum Drive nicht drin gewesen seit Atmo, ne? Vielleicht war es auch ein anderer Bug, keine Ahnung. Es ist manchmal so, dass der Zustand des Schiffes vom Vorgänger, der im Pilotensitz saß, auf den anderen Spieler übertragen wird. Das ist so ein komischer Fehler. Und deswegen, ich habe auch irgendeinen Quantum-Marker, OM3, auch noch von dir zum Beispiel. Das ist so eine komische Verbindung. Der bindet das irgendwie an den Pilotensitz und gibt es dann an den Piloten weiter. Das ist ganz seltsam. Aber ist egal. Kriegen wir hin. Kein Problem. Ist ja jetzt auch aus. So, okay. Dann macht euch bereit. Und dann geht's gleich los, sobald ich abhebe. Mal gucken, wie viele Runden wir noch schaffen. Also die jetzt auf jeden Fall, vielleicht noch eine zweite hinterher. Mal gucken, wie es dann mit der Zeit aussieht. Also, auf die Plätze. Achso, warte, ich soll warten. Sagt der Mr. TT. Dankeschön, Shadowmats, für 15 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. So, ich soll warten. Da warte ich mal. Einer fehlt noch. 3 Minuten. Ah, okay. 3 Minuten können wir noch geben. Oder? Ja. Denke schon. 3 Minuten sind okay. Kann ja was trinken. Dankeschön, Kneitinger, für 100 Bits. Dann kann ich euch ja sagen, was ich nach dem Stream noch mache. Also ich will dann nach dem Stream das Let's Talk noch fertig machen. Das Let's Talk, was morgen kommt, kann ich auch schon mal sagen. Da geht es um die Komplexität von Star Citizen. Also wie komplex das Spiel wird, was da alles geplant ist, wie krass oder auch weniger krass, je nachdem, die einzelnen Spielmechaniken entwickelt werden sollen, was da reinkommt und wie dann am Ende alles zusammenführen soll zu einem Gesamtkonzept, zu einem gesamten Spiel. Also ich glaube, das ist interessant für ganz viele. Da geht es auch um den Cargo-Refactor, um die Frachtmechanik. Es geht um ein bisschen auch um Mining und so weiter. Es geht um Multicrew-Gameplay. Das ist eine halbe Stunde, glaube ich, ganz interessantes Thema. Das kommt morgen Vormittag, das schneide ich dann noch. Und ich überlege noch, ob ich vielleicht, ich habe eigentlich Bock drauf, ich würde mal wieder zum Gasthaus zur Goldenen Möwe fahren. Die haben da irgendwie jetzt Big Mac, aber doppelt. Also doppelt Big Mac. Hätte ich mal Bock drauf. So mit so 4 Scheiben Fleisch. Why not? Würde ich mir mal, glaube ich, mal holen wollen. Einfach mal aus Spaß, um mal zu gucken, wie das schmeckt. Weil Big Mac ist eigentlich immer ganz okay. Außer wenn du, na gut, spät abends ist meistens doof, weil dann der Salat schon so lange liegt, dann schmeckt das eklig. Aber vielleicht ist der Doppel-Big Mac da besser. Dankeschön, Mittel der Gamer für den Follow und ohne Krebs ebenfalls. Vielen Dank. Gönn dir einfach. Ich überlege noch, ob ich es mache. Ich will mal den Signature Barbecue Bacon probieren. Den habe ich schon mal probiert und da ist so eine furchtbare Käsesoße drauf, die ganz, für mich, für meinen Geschmack, ganz, ganz schrecklich alles überdeckt. Du schmeckst nur noch diese Soße. Das ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Burger, den die jemals gemacht haben. Ja, Käse ist geil, aber diese Käsesoße, die hat so einen eigentümlichen Geschmack. Das ist so eine Chili-Käsesoße. Ganz, ganz komisch. Aber jeder hat einen anderen Geschmack. Ich sag's das nur, das überdeckt auf jeden Fall sämtlichen Geschmack. Bei uns gibt's jetzt einen schicken Big Mac. Oh, das kenne ich. Das hatten sie schon mal. Ganz ehrlich, ich finde das Chicken mit dieser Big Mac-Soße passt nicht. Hatten die schon mal vor einigen Jahren, glaube ich. Ich erinnere mich noch dunkel daran. Die hatten auch mal einen Big Mac-Wrap. Da waren Big Mac-Scheiben, also von dem Patty, in einem Wrap drin mit so einer Chili-Soße. Das war auch, boah, nee, ey. Dankeschön, Sniper-Agent, für 5 verschenkte Abos an den Lauin, an den Parablum, Nice Z, Rules23 und Stanton Citizen. Vielen, vielen Dank. Der Sniper wieder. Vielen, vielen Dank. Die Bagels von vor Jahren noch. Die Bagels habe ich nie gegessen. Ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit. Da gab es noch den McChicken. Und zwar den richtigen McChicken. Der war in so einem langen Brötchen, genauso wie heute der McChicken Classic. Aber das Hühnchen, was dort drin war, war das Gute. Das ganz weiße, leckere Hühnchen.
Und heute, wenn du den heute den McChicken Classic holst, ist das ein anderes. Das ist so komisch grau. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr mal Bock habt, euch den holt. Das ist nicht dieses helle, ganz weiße Hühnchenfleisch, sondern das ist so ein graues Hühnchenfleisch. Das ist kein gutes. Und den fand ich richtig geil früher, diesen McChicken, den richtigen alten, ja. Und was geil war, gibt's aber auch nicht mehr, war tatsächlich der Nürnberger. Da hatten sie mal eine Kooperation gemacht mit Uli Hoeneß seiner Fleischerei und haben Nürnberger Würstchen auf einem Burger gemacht. Das war eine richtig leckere Kombi. Die war echt gut. Schade, dass es das nicht mehr gibt, ehrlich gesagt. Ich fand das echt lecker. Das ist ja auch eher Taube als Hühnchen, ja genau. Die hatten zwischendurch nochmal einen anderen McChicken. Da war der nicht mehr länglich, sondern war der rund. Halt wie ein normaler Burger. Das Hühnchen war auch richtig geil, was da drauf war. So richtiges Hühnchenfilet, so wie wenn es von KFC holt. So richtig geiles Hühnchenfilet, richtig lecker. Aber gibt's alles nicht mehr. Schade eigentlich. Genau, der war mit Sauerkraut, da waren drei oder vier Nürnberger Würstchen drauf und mein persönlicher Lieblingsburger ist der Big Rösti, Punkt. Das ist optimal. Den kennen, glaube ich, alle. Der Runde war auch gut gewürzt, der aktuelle McChicken schmeckt nur noch nach Mayo. Ja. Wirklich schade eigentlich, aber gut. Vielleicht war irgendwas Gesundheitsschädliches in den alten Burgern drin, was sie heute nicht mehr nutzen dürfen und nur deswegen waren die so lecker. Gibt's ja Gerüchte. Hamburger mit Pommes, das geht immer. Ich würde ja auch mal wieder zu Burger King gehen tatsächlich, aber das Problem ist, ich hatte mal eine schlechte Erfahrung bei Burger King. Da waren Knochenstücke in dem Patty von dem Whopper und das geht halt absolut gar nicht. Also wirklich so richtige Knorpel-Knochenstücke. Keine riesigen, aber so kleine. Und das hat mich so angewidert, dass da halt Knochenstücke drinne waren. Ich meine, klar, die wolfen das Fleisch, das ist mir schon klar. Aber das zeigt einfach, dass sie da keine so gute Qualität haben. Das war der Bone Whopper. Oh je. Mit extra Calcium. Nett. Nee, und seitdem bin ich ja nicht mehr so der Fan, muss ich sagen. War der Finger vom Koch. Was? Zähne nutzen sie. Nee, Knochen kann ich gar nicht ab. Nee. Ein Hühnerkopf als Nugget. Will ich dieses Bild wirklich sehen? Na komm. Warum nicht? Frage ist, wo hast du das geschickt? Also im Discord habe ich nichts. So, wie sieht's aus? Freunde der Nacht. 3 Minuten sind längst rum. Können wir starten? Ah, guck mal, da kommt ja sogar noch einer. Wir können starten, der letzte ist gerade da. Wir wurden von der Polizei angehalten. Die scheiß NPCs, oder? Wenn sie eins können, dann nerven. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze. Fertig. Los. So, drehen. So, mach ich doch einfach, sich hier zu drehen. Und das Ziel ist da vorne. Huch. Warum? Ich meine, gut, es ist ein Hügel. Aber wenn man auf den Hügel zufährt, gibt man da wirklich Gas? Ist das so heutzutage?
Boom. Aber alle beide. Na gut. Okay. Hier, ihr fahrt hier echt langsam. Ganz ehrlich, das ist hier ein Gebirge. Da in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. So, mal gucken. Schauen wir mal hier, wie er sich anstellt. Wie auch immer das ist. Na, das war knapp am Baum vorbei. Okay, gut. Ist noch runter ins Tal. Hat mich ja wer weggerammt. Das kann passieren. Das kann passieren. Wenn man zu nah startet. Deswegen müsst ihr mal ein bisschen auf Abstand achten. Nur mit Vollgas macht es Sinn, gegen die Wand zu rasen. Oder was war das anders? Ja, ja. So ähnlich. So, hier ist jetzt eine ganz fiese Stelle, weil hier hast du halt wirklich diese Hügel, wo du reinkrachen kannst, wenn du zu schnell bist. Aber das sieht gut aus. Hat er gut gemacht. Sehr schön. Das sieht gut aus. Dankeschön, Matt Wolf, für 5 Monate auf Stufe 1. Und hier ist nochmal richtig fiese Stelle. Alter. Ja, man kann gerade natürlich über den Berg fahren. Man kann auch so ein bisschen hier durch das Tal. So ein bisschen unten lang. Je nach, wie er sich fühlt. Ne? Das ist der schnellste Weg hier so. Aber man fällt eben auch. Da verlaufen die Berge wirklich parallel zu einem. Das ist ein bisschen wie, ja, so ein bisschen wie Treppensteigen. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Der Eurofighter One. Ist der auch auf Platz 1 gerade? Ich glaube... Ne, da hinten ist noch der Gordon. Die sind sogar schon ein bisschen weiter. Wir fliegen mal hier rüber, wir gucken mal. Die sind ein bisschen anders gefahren. Die sind quasi um diesen Gebirgs... Zipfel drumherum sozusagen, ein bisschen. So, hier ist der Gordon. Da vorne ist noch der Timpom. Okay, gucken wir auch gleich mal. Hier schauen. Ah, hier ist easy. Hier ist schön richtig flach. Hier kannst du richtig durchheizen. Muss ein bisschen aufpassen mit Bäumen und Steinen, aber hast keine Berge oder Hügel oder irgendwas, was sich hochflippt. Höchstens als die Mods im Rücken, die dich wegschießen im Zweifel. So, und ganz vorne ist der Timpon. Da fliegen wir mal kurz rüber. Mit Afterburner. Schwer dahin zu kommen. Alter. Ja, die 100i fliegt sich ganz geil. Muss ich zugeben, war ein guter Tipp, Lokusan. Danke dafür. So, und da haben wir ihn. Die schwankt auch immer so ein bisschen links-rechts, aber das ist nicht so schlimm. Von Weitem hast du immer so ein kurzes Gefühl, dass diese Hoverbikes irgendwie ein Stückchen Dreck auf deinem Bildschirm sind. Und dann merkst du, ach nee, der bewegt sich ja, dieser kleine Dreckhaufen da. Ist doch ein Hoverbike. Der heizt hier ordentlich durch. Der fährt so ungefähr 160, 150, 170, so plus minus. Ja, bist du schnell da. Da ist man schnell am Ziel. Das Schwierigste war quasi Bergkette. Der Rest ist hier wirklich einfach nur Gas, 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 Gas. Das gehört zur dynamischen Kameraführung, das stimmt. Ja, guck mal hier, voll dynamisch. Nio. Sieht jetzt nicht professionell aus. Wenn ich das so... bisschen provoziere mit der Kameradrehung. Ah, toll. So, da vorne kommt auch gleich der nächste. Der Gordon. 4 Kilometer. Und der Eurofighter. Oh, der Eurofighter ist noch vor ihm. Guck mal einen an. Sehr schön. Fährt da durch. Und da kommt der nächste gleich unter mir. Ja. Ah, siehst du? Und gleich 2 nebeneinander hier. Cool. Ja, das war schön. Das gefällt mir. So, da hinten kommt noch der Santi. Und das ist dann... Ne, noch der letzte. Kommt noch mehr. Oh, da hinten sind welche auf 20 Kilometer entfernt. Eieiei.
Ach, da ist er. Die 100i ist echt angenehm, muss ich mir mal merken. Hashtag Lokusan-Lob. Ja, loben wir alle mal den Lokusan. Sieht richtig nach Unwetter aus hier, ne? Ich wünschte, es würde jetzt hier regnen. Sieht richtig so aus, so wie heute Nachmittag bei uns ein bisschen tatsächlich. Das könnte auch fast schon real sein. Naja, nicht ganz, aber. Das ist eine geile Wolke, oder? So, da kommt der nächste, der Florin. Ach da. Siehst einfach diese Punkte nicht, ne? Ahu, Werewolf of London. Sehr schön. Nächste da. Ja, diesmal kommen einige mehr durch. Ist auch eine einfachere Strecke jetzt hier gewesen. Ich muss mich mal anders hinsetzen vor allem. Ach, sonst schläft mein rechter Arsch ein. So, da kommt noch der Rabbit und dann haben wir dann noch hinten den Starfall. Also zwei sind noch am Start, wenn ich es richtig sehe. So, der Rabbit. Müsste gleich unter mir durchfahren. Ja, da ist er. Es wird auch gleich Abend hier. Also wir haben es eigentlich wirklich die ganze Zeit hier wunderbar ausgenutzt. Den ganzen Tag quasi. Also für Microtech-Verhältnisse war das jetzt ein ganzes Tagesrennen. Ne, bis in den Abend sozusagen. Sehr schön. Ah, geiler Sound. Ich glaube, der ist gerade gegen den Stein gefahren. Oder? Ja. Aber er hat doch überlebt. Er lebt noch. Hallöchen, Siren Industries. Ja, die Wolken sind geil, ne? Definitiv. Richtig geil. Bin gespannt, wie die von Hurston aussehen. So fährt er rückwärts. Oder ist er tot? Sie fahren in die falsche Richtung. Mit dem Arsch voran ist meistens nicht korrekt. Triebwerk tot. Na gut, das kann... Ne, eigentlich... Steig ruhig nochmal auf. Steig ruhig nochmal auf. Das ist manchmal bloß ein Bug. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Wenn es nicht geht, dann nehme ich dich mit vor. Laufen brauchst du das nicht. Bist ein E-Letzter, glaube ich. Aber es müsste eigentlich wieder gehen. Oder? Geht's nicht? Das ist kurios. Ist er der Letzte hier? Ist der Rabbit der Letzte? Weil da würde ich ihn einfach mit vornehmen, wenn ich einmal hier bin. Kein Schub, ja, ja. Komm mal rein bei mir. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder was das für ein Problem ist. Rabbit ist der Letzte, ja. Wollen wir ihm das trotzdem als, er hat es geschafft, anrechnen? Ist er fast da? Ja, wollen wir nicht so sein. Ja, weil ich weiß es echt, ich glaube nämlich, dass es ein Bug ist. Weil normalerweise dürften die nicht aufhören zu fliegen. Einfach so. So, ich fahr dich vor. Und dann kriegst du wenigstens noch die 5 Punkte, würde ich sagen. So. Das waren meine Distortions. Ja, eben, es hat noch normal geschwebt. Also ich denke, es war ein Bug. Es hat irgendwie kein Gas mehr gegeben, aus irgendeinem Grund. So. Weiß nicht, ob wir für dich jetzt noch ein neues Bike haben. So. Bitteschön. Mein Bock beschleunigt wie eine Schultafel. Das habe ich auch gar nicht gehört. Wie beschleunigt denn so eine Schultafel?
So. Ich würde ja sagen, machen zum Abschluss noch mal einen letzten Sprint. Also alle, die jetzt da sind, noch mal einen letzten Sprint, die noch ein Bike haben. Und zwar Richtung Sonnenuntergang. Wo auch immer der gerade ist, der müsste ja da so vorne rechts sein. Das sieht gerade so schön aus hier. Ja, quasi letzter Sprint mit Explosion. So, ich lande noch mal kurz. Und dann könnt ihr gleich machen. Also einfach quasi gerade, also im Prinzip nur geradeaus fahren. In meine Blickrichtung, ihr könnt euch ja mal hinter mir versammeln. Wie geil das einfach aussieht. Ah, ist das toll. Nein, kein Licht. Weg mit dem Licht. Pfui, pfui, pfui. Wir hätten auch noch den Stingray als Marker. Stingray? Als letzten Marker, ja, der ist schon positioniert. Da schaue ich sogar hin, ja, genau. Okay, dann machen wir das noch. Als letzten machen wir jetzt nochmal eine schnelle Runde, weil sonst wird es hier zu lang. Ja. Es sind ja auch noch vier da. So, wenn ich abhebe, dann zum Stingray. Letzte Runde. Der Sonne entgegen in den Sonnenuntergang reiten wir quasi. Ich würde dem, der über mir schwebt, empfehlen, da wegzugehen, weil ich fliege halt nicht nach oben. So, okay. Dann auf die Plätze. Fertig. Los. So, ich versuche mal hier so ein bisschen eine Außenansicht mitzufliegen. Ob es mir gut gelingt. Also so viel sieht man halt nicht, aber es wird es eh gleich dunkel. Macht mal eure Scheinwerfer jetzt gerne an, die Bikes. Dann sehe ich vielleicht den Lichtkegel. Ja, den sieht man so ein bisschen. Ah, minimal. Wenn sie irgendwo auf den Boden gucken zumindest. Kurz schauen hier. Der Santi ist gerade ganz vorne. Okay. Da sehe ich einen Lichtkegel. Ja, hier im Wald. Ne, wenn da die Bäume anscheinen, da sieht man es mit am besten. Sehr gut. Sehe ich nicht, oder? Ah, ich glaube, er hat sich irgendwo aufgehängt. Das ist auch nochmal eine einfache Strecke hier eigentlich. Da ist er. Eine recht einfache Strecke, tatsächlich. Nochmal schön gerade durch den Wald brettern. Aber ich sehe es halt jetzt wirklich in der Innenansicht, in der Außenansicht gar nicht mehr. Mal kurz probieren hier, der Teampom. Sehe ich den? Ja gut, die Lichtkegel sehe ich so ein bisschen, aber es ist einfach... Ja. Ist schwierig. So, Teampom und da ist noch ein anderer, der Green Creepy Cat TV. Der irgendwie aus der Gruppe rausgeflogen ist. Macht er nichts, ist kein Problem. So, Creepy Cat ist es ganz vorne. Ah, hier auch sich kurz festgehangen am Berg. Oder am Hügel. Ja. Richtige Berge sind das ja hier auch nicht. Da hinten gleich. Noch 10, 11, ja, noch ungefähr 10 Kilometer. Mit erschwerten Bedingungen hier ist bei Dunkelheit. Bei Dämmerung. Ach, komm, hör doch auf, dich zu drehen, du Schiff. So. So kann ich, hier bei der Geschwindigkeit kann ich es besser sehen. Da kamen noch mal einige Hügelchen vor uns, wie man gut erkennen kann. Oh, diese Lichtbugs. Wo ist denn der jetzt hin? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ist explodiert? Weiß nicht. Ah, guck mal. Da fliegt der Timpom. Der hat sich nach vorne katapultiert gerade. Ja. Das war ein Fehler. Wie man gehört hat. So, ansonsten ist da vorne keiner mehr. Es ist aber nicht mehr weit. Also fahrt das hier entspannt. Die letzte Runde. Eurofighter sehe ich da hinten noch. Da hinten noch einige mehr. So, da ist der Pixel. Da ist die Nox. Achso, ich sehe es sein Nox immer, weil ich drauf gesessen habe, ne? Ja.
Na, schauen wir doch mal. Wow. Da siehst du halt wirklich die Scheibe nicht, ne? Ist unfassbar. Da vorne so ein bisschen immer. Ich muss ihm so folgen, es geht nicht anders. Tut mir leid. So, aber egal, passt schon. So schlimm ist es ja nicht. Da ist er. Der Pixel. Auch nach oben abhebt, oha. Hoffentlich geht das gut. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Irgendwer hat hier einen fetten Scheinwerfer noch an. Mach mal bitte die Raumschiffe bitte mal die Scheinwerfer ausmachen. Ah ja, hier geht's runter. Zum Stingray. Finale. Oho. Und da sieht man ihr reinfahren. Ich hoffe, man sieht's. Sehr schön. So, zwei sind ankommen, sehe ich. Ja, sehr gut. So, noch mehr. Der Starfall ist noch am Start. Der Florian ist noch am Start. Und das war's, oder? Mal gucken wir mal, was sie machen. Mal schauen. Ja, kuscheliger Ort, ne? Schöne Location. Ja, jetzt ist halt wirklich arschfinster. Jetzt mach ich doch mal Licht an hier. Ich weiß nicht, ob es die stört. Ich mach's mal aus. Ich glaube, das stört die eher. So, Starfall und Florian. Haben wir ein Duell hier? Auf den letzten Metern. Ah, der Himmel sieht immer noch geil aus, ne? Guck mal. Richtig geil. Ganzen Wölkchen da oben. Ich finde, das hat schon einen gewissen Realismusgrad mit diesen Wolken, was wir hier gemacht haben. Also, ich will das auf jeden Fall unbedingt mal auf Hurston sehen. Das muss unfassbar gut aussehen. Oh. Weil bei Hurston hast du ja diese lilane Atmosphäre so ein bisschen. Und dann noch Wolken dazu. Das könnte richtig gut werden. Bin mal gespannt. So, der Starfall, der fällt ja auch runter. Da unten ist aber nur Tal, das ist kein Problem. So. Ja, da fährt er. So, ich mach mal Licht an. Gut. Na, sieht jetzt nicht schön aus. Fast schon wie Silvester, so ein bisschen. So, einer kommt noch. Da kommt er. Da Florin. Ja, ich denke, das passt so. Oder? Müssten alle da sein oder explodiert. Eins von beiden. Na, wunderbar. Dann wird jetzt einmal mal zusammengerechnet, wer wie viele Punkte hat. Und dann werden wir gleich mal eine Siegerehrung machen. Ach, schön sieht's aus. Ich kann auch mal ein bisschen hier. Ich kann auch ein bisschen mitfeuern. Meine volle Ladung. Die irgendwie nicht rauskommt. Ne, irgendwie kommt bei mir sind nur irgendwie Montagsgeschosse drin. Naja, egal. Ja, mal schön Feuerwerk, genau. Ratatatatat. Ah, das ist doch fein. Schön in der Abenddämmerung noch ein bisschen rumballern. Natürlich nur auf die Wiese, weil die kann es vertragen. Sehr gut. Wo ist die A2-Bombe? Die ist ausverkauft, die haben wir nicht. Ach komm, der Berg kann auch nichts dafür. Der arme Berg. Der hat morgen auf jeden Fall Bergkater. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir jetzt insgesamt haben bei den Leuten. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir 4 Millionen.
Alpha UEC, bis was auch für den allerersten noch die Nox als Echtgeldpreis. Ich finde, zum Großen und Ganzen hat es ganz gut geklappt, oder? Also es sind natürlich viele explodiert, na logisch, weil sie zu schnell unterwegs waren oder vielleicht auch einen Bug hatten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es gut geklappt und auch mit den Zwischenstopps hatte man immer wieder die Möglichkeit, nochmal sich zu sammeln und nochmal neu zu starten, quasi. Immer wieder und immer wieder. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die bessere Variante als ein großes Racing, wo sich alles übelst krass verteilt hätte. Da hättest du nichts mehr gesehen. Da wäre ich nur noch am Hin- und Herfliegen gewesen. Aber das ist wirklich eine gute Variante so. Da hab auch was gesehen. Nur ganz am Anfang hat halt nichts gesehen, weil das Schiff zu lahm war. Aber gut, für nächstes Mal weiß ich das und dann nehme ich gleich eine 100i. Oder was Vergleichbares. Aber ja. Ich muss definitiv Race üben. Ja, könnt ihr ja jederzeit machen. Die Nox kann man sich ja easy ausleihen, die Dragonfly auch. Die kosten ja fast nichts oder auch kaufen. Auf A-Corp zum Beispiel. Und das Hovern kann man auf jeden Fall üben. Also, wenn man das ein bisschen übt, dann kommt man da auch richtig gut voran. Ich habe 6 Hoverquads. Ich auch. Und nur eins davon ist wirklich für mich. Naja. So, jetzt warte ich nur noch auf die Mods. Dass die mir noch sagen, wer wie viele Punkte hat. Wird das aber noch schön durchgezählt. Und dann gibt es Kohle. Ein Herz für die Mods und ihre Bemühungen. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Danke, liebe Mods, schon mal an der Stelle. Für die Mühen. Und das ist mühsam. Ja, das ist auf jeden Fall. Das machst du mal nicht nebenbei, während du Nudeln isst. Und irgendwas guckst im Fernsehen nebenbei. Nächstes Mal vielleicht auf einem Mond von Station zu Station, wo man überall Bikes spawnen kann. Das könnte man auch mal überlegen, aber das Problem ist, dass die Stationen wirklich sehr, sehr weit auseinander sind. Also wirklich richtig, richtig weit, auch bei Monden. Und dann zieht sich das halt immer so auseinander, ne? Das ist das Problem. Dann hast du halt einen ganz vorne, zwei irgendwo mittig, aber auch mit 100 Kilometern Entfernung und dies und das. Das ist nicht so optimal. Aber man könnte mal quasi mehrere Stationen immer anfliegen. Aber das Hauptproblem ist halt, dass die Leute, na gut, man müsste halt mit der Carrack die Leute wieder respawnen lassen. Aber das Problem ist, der Respawn-Radius der Carrack ist nur noch 20 Kilometer. Das heißt, wenn das Rennen sich so weit auseinanderzieht und du bist außerhalb der 20 Kilometer von der Carrack und du stirbst, respawnst du nicht in ihr, sondern woanders. Also ist alles nicht ganz optimal gelöst bei Star Citizen. Das macht es uns auch immer recht schwer, aber ich denke, wir holen trotzdem noch immer mit das Beste raus aus diesen Community-Events, soweit es dann möglich ist. Die Daymar Rally? Ja, aber die ist auch noch ein bisschen anders. Da will ich mich auch gar nicht mit vergleichen, weil die Daymar Rally ist ja sozusagen. Die hat ja mehrere Kameraperspektiven und so weiter. Ja. Da hast du ja richtige Moderatoren, die hin und her schalten und so weiter. Das haben wir ja nicht. Ja. Könnte man auch mal alles machen, aber da müsste halt jeder, der mitspielt, auch selber streamen. Und das sozusagen alles parallel aufzeichnen und dann müsste man mal rumschalten. Das ist halt sehr, sehr kompliziert. Das ist für so einen Community-Stream nicht das richtige Format quasi. Da müsste man ein eigenes Format dafür entwickeln. So. Ja. Nächstes Mal vielleicht ein Flussrennen. Ja, das auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall Flussracings. Einfach aus dem Grund, weil sie neu sind. Oder der eine Fluss neu ist. Ich soll landen. Kann ich machen. Warum? Ich mag es lieber in der Luft tatsächlich. Aber hier ist auch ganz nett.
So, ich stehe. Ja, das Stream nicht via Discord gut lösbar. Ja, ja, also das ist, es ist kein Problem der Technologie. Das Problem ist, dass ich muss dann jedem erstmal erklären, was er einstellen muss, welches Programm er braucht. Dann brauchen Leute auch ein stabiles Internet, dass das funktioniert. Und. Ne? Das ist das Problem. Und ich will ja nicht erstmal 3 Stunden damit verbringen, den Leuten das alles einzurichten oder so. Ne? Ich will ja, dass möglichst jeder mitmachen kann, ohne große Umwege. Es soll gut zugänglich sein. Bei der Daymar Rally musst du dich Monate im Voraus anmelden und alles Mögliche. Das ist ein ganz anderes Format. Das können wir in so einem Stream überhaupt nicht machen. Geht nicht. Haben wir nicht Zeit zu. Deswegen sage ich, da müsste man ein eigenes Format haben und müsste das wirklich Monate im Voraus planen, mit CRG absprechen, dass wir einen eigenen Server bekommen und. Ne? Ich kann starten wieder, okay. Achso, war noch jemand bei mir an Bord wahrscheinlich. So. Oh, offenbar wird noch gerechnet. Genau, und dann hast du noch das Hardware-Problem. Nicht jeder Zuschauer hat die Hardware, nebenbei Star Citizen auf Discord zu streamen oder woanders hin. Alles nicht so einfach. Ich finde, das ist schon richtig so, wie wir das hier machen. Das ist schon das richtige Format, die richtige Dauer. Muss auch ein Verhältnis sein zwischen der Vorbereitungszeit und dem danach. Und vielleicht machen wir mal irgendwas Größeres in der Richtung, mal ein eigenes Event. Aber dann wäre das nicht in einem normalen Community-Stream an einem Sonntagabend, sondern es wäre dann mal ein tagfüllendes oder richtig komplett Abend- und Nachmittagfüllendes Programm, was lange vorbereitet ist. Ein richtiges, großes Event. Mal gucken, vielleicht. So, Pangora ist bei mir, sehe ich, und er hat mir auch was geschickt. Ja, also die Gesamtzahl der Punkte ist 269. Oh, warte, muss ich mal kurz eintippen. So, wir haben 4 Millionen... durch 269. Ja. Das heißt, jeder Punkt ist, ich runde es jetzt auf, 15.000 Tacken wert. Und die Platzierung habe ich dir gerade durchgeschickt. Ja, die sehe ich gerade. Und da haben wir auf Platz 1 den Creepy Cat mit 59 Punkten. Auf Platz 2 den Pixel 3008 mit 37 Punkten. Auf Platz 3 den Tim Tom mit 28 Punkten. Auf Platz 4 den Starfall mit 26 und auf Platz 5 den Gordon mit 20. So, das heißt, der Creepy Cat bekommt von mir, und das ist wichtig, aufpassen, du kriegst von mir das, nicht das, sondern die Nox, ja? Bitte schick mir dein Handle und deine Account-E-Mail-Adresse hier auf Twitch. Dann kann ich dir das rübergiften und dann hast du die Nox als Echtgeld-Item in deinem Hangar. Die anderen bekommen jetzt alle entsprechend, beziehungsweise, wir müssen natürlich, wir müssen natürlich 59 Punkte abziehen vom Creepy Cat. Das heißt, wir haben 4 Millionen, wir haben 269, ne? 269 minus die 59 Punkte. Ja gut, da haben wir 210 Punkte. 4 Millionen durch 210. Und dann ist jeder Punkt jetzt 19.000 Tacken wert. Das heißt also, die Leute kriegen jetzt entsprechend ihre Punkte. Die poste ich mal ganz kurz in den Twitch-Chat, ja? Zack. Da kann jeder nochmal nachgucken. Einfach die Zahl, die bei euch dahinter steht, quasi mit 19.000 multiplizieren. Das ist euer Preisgeld, was ich euch jetzt gleich überweise. Mache ich jetzt einen Abspann quasi und dann noch, wenn das Stream dann vorbei ist. Und dann sollte alles passen. Wenn bei irgendwem irgendwas rumbuggt oder irgendwas nicht geht, dann sagt mir nochmal Bescheid. Und wie gesagt, der Creepy Cat kriegt die Nox. So. Und für die, die es zu spät mitbekommen haben oder ähnliches, will ich nochmal kurz daran erinnern, das Monats-Giveaway, die RSI Scorpius, die ziehen wir heute, wie gesagt, nicht, sondern die läuft am Mittwoch nochmal. Also, das läuft einfach durch. Ihr könnt also auch morgen noch Tickets kaufen oder wie auch immer. Aber am Mittwoch wird das gezogen, weil Mittwoch ist Monatsende. Ne? Ich habe nur heute das schon mal gestartet, damit die Leute, die einfach am Mittwoch einfach wegen Arbeit oder so nicht können, dass die eben heute schon mal ihre Tickets sich kaufen können. Gibt es ja auch einige, die können unter der Woche einfach keinen Stream gucken, ne? Und die will ich nicht benachteiligen. Deswegen nicht wundern, dass wir jetzt keinen Giveaway ziehen. Es läuft ganz normal weiter. Eure Tickets bleiben erhalten, die ihr euch jetzt gekauft habt.
Und ihr könnt am Mittwoch gerne nochmal nachkaufen und nochmal weitere Stars sammeln. Und falls die Alpha 317 morgen oder am Dienstag in den PTU kommt, auch da ist das Giveaway noch aktiv. Logischerweise, weil es wird erst am Mittwoch gezogen. Ne? So, wer gewonnen hat, kann wie immer ganz normal nachgeschaut werden oder bei den Mods erfragt werden. Das ist gar kein Problem. Dankeschön, The Walker, für den Prime Sub und willkommen an Bord. Und danke, Harlock, für den Follow. Wenn ihr nicht da seid, müsst ihr halt dann gucken im Twitch-Stream, einfach am Mittwoch dann schauen, ne, wenn ihr da nicht Zeit habt oder so, einfach gucken, wer da gewonnen hat. Oder auf YouTube dann, geht ja auch dann auf YouTube online, der Stream, also der vom Mittwoch dann, gar kein Problem. Oder ihr fragt die Bots beim nächsten Stream, das rennt alles nicht weg, ihr müsst euch ja nicht sofort melden. Das ist alles ganz entspannt, kein Problem, müsst halt nur ein bisschen gucken. So, genau, und dann danke ich nochmal ganz herzlich den Mods fürs Mitmachen und fürs Vorbereiten und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Danke an alle, die mitgespielt haben. Hat mich sehr gefreut, auch wenn es viele Explosionen gab, die wir leider gar nicht gesehen haben, weil es weit weg war. Aber ich glaube, die Punkte zeigen, dass doch viele auf jeden Fall mindestens ein oder sogar meistens sogar mehrere Runden gut gemacht haben. So, und Achso. Was war hier noch die Frage? Was passiert, wenn man das Schiff gewinnt, aber... Was? War noch eine Frage? Da. Danke an die Mods. Was passiert, wenn man das Schiff gewinnt, aber kein Game Package hat? Das macht nichts. Du kannst dir einen kostenlosen Account erstellen. Du brauchst ja kein Game Package. Ich gifte dir das dann trotzdem. Dann hast du es in deinem Account. Und wenn du dir irgendwann das Spiel Star Citizen kaufst, hast du das Schiff dann auch noch zusätzlich. Das ist, das ist nicht daran gebunden. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Account von Star Citizen und der kostet eh nichts. Von daher kein Problem. Kneitinger, danke für 400 Bits. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren restlichen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche. Ich drücke beide Daumen und die Zehen und alles, was ich drücken kann, drücke ich. Jedes Glied drücke ich, damit der PTU morgen, Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht wann, in die Wave 1 geht. Sobald das passiert, streamen wir natürlich sofort. Und ich sage euch Bescheid. Kommt ins Discord, da kriegt ihr die Benachrichtigung. Lasst ein Follow da hier oder auf YouTube auch gerne und guckt da. Ich poste es ja überall. Und dann werden wir sehen, was die neue Woche bringt und ob das alles gut funktioniert. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall allerspätestens am Mittwoch. Ja, denn da ist Roadmap-Update und die News der Woche und alles andere. Also selbst wenn kein 317 kommt, sehen wir uns dann da am Mittwoch um 19 Uhr. Und wie gesagt, morgen kommt noch ein interessantes, hoffe ich jedenfalls, interessantes Let's Talk zur Komplexität von Star Citizen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, macht's gut. Gute Nacht. Ich überweise es noch ein bisschen Geld. Bis spätestens Mittwoch oder vielleicht sogar schon bis morgen. Ciao, ciao. I have become.
a sweet redemption. I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sway. You say you will. I'm caught in your addictive breath. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm caught in your addictive breath. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. So are you rolling steady? Took it kinda heavy. Baby, I'm a loving kind. Jaded love and hazard doesn't really matter. Baby, say you will be mine. Take my affection and my safe protection. I will always be around.